diesem Video werde ich eine Stunde lang dauerhaft in Roblox gescammt. Wir hatten letztes Mal damit aufgehört, dass wir mit dieser ersten Welt komplett fertig waren und dann in die Flames World gegangen sind. Hier in der Flames World hatten wir dann auch ein paar Welten, die wir uns auch freigekauft haben. Und jetzt wird es, glaube ich, Zeit für die neue Fantasy-Welt, Leute. Und die müssen wir uns freispielen für 20 SP. Das ist ein bisschen was. Ich habe gerade 128 QA und mache mit einem Klick, naja, ein paar Trillen. Das heißt, meine Pets sind wahrscheinlich ein bisschen zu schlecht, die ich habe. 42.000 haben die. Das erscheint mir jetzt nicht wirklich gut zu sein. Ich glaube, ich hatte letztes Mal sogar irgendwelche 300.000er. Aber ich habe gesehen, es gibt jetzt erstmal einen Code, den wir hier benutzen können. Und zwar Update 11 Thank You. Dafür habe ich, keine Ahnung, 2 Boosts bekommen. Let's go. Double Damage und Double Luck oder so. Triple Taps und Double Luck. Genau, den habe ich bekommen. Und wir haben hier, glaube ich, das erste Mal in der Lebenszeit des Spiels okaye Pets, Leute. 1,2 Millionen Pet für 250 Robux. Wir haben auch übrigens einen 50-prozentigen Sale, das ist auch stark. Und bis zu einem Roth, der 4,5 Millionen hat, aber auch 1250 Robux kostet. Ich glaube, wir holen uns mal so ein 1,7 Millioner Ding. Oh, so ein Spooking, der ist auch in Kürze ausverkauft. Schau euch das an, Leute. Ich muss jetzt zuschlagen, später bekomme ich den ganz sicher nicht mehr. Warte. Hier steht 374 Robux. Wir haben einen 50-prozentigen Sale. Ich gehe auf Kaufen und es kostet mich 750 Robux. Ich werde hier einfach absolut gescammt von dem Spiel. Was ist das für ein dreister Scam? Hä? 250 Robux und ich muss dafür jetzt 500 zahlen, oder? Sag, oh mein Gott. Und hierfür muss ich 2500 zahlen, oder nicht? Was zur Hölle? Das ist der größte Scam jemals. Wie kann sowas passieren? Also ich brauche jetzt trotzdem dieses Spook King Pet. Aber die wollen mich einfach scammen. Die haben mir jetzt das Doppelte abgezogen. Habe ich jetzt 2 Pets von denen bekommen? Ich habe nur ein Pet bekommen. Ich wurde gerade gescammt. Also ich wusste, dass ich gescammt werde. Aber trotzdem. Ich dachte mir, ja, ich kann jetzt heute wenigstens irgendwie ein bisschen sparen oder so. Hey, cool. Ich kann Geld sparen. Anscheinend nicht. Anscheinend wollten die mich einfach nur scammen. Darauf muss jetzt erstmal der Autotapper aktiviert werden. Dann gerät Magma-Welt. Wir brauchen ein paar SP, das ist viel. Aber wir werden uns auch einfach ein paar Rebirths gönnen. Also ich kann es gerade echt nicht glauben, Leute. Ich kann es echt nicht glauben, dass ich jetzt hier hingegangen bin und das Spiel mich wirklich scammen wollte. Das Ding ist halt, dass das wahrscheinlich viele Leute gar nicht mitbekommen, dass sie hier so abgezogen werden in dem Spiel. Die gehen einfach hier hin, gehen hier in den Shop, denken sich, oh ja, ich 250 Robux, 1,2 Millionen, das ist 10-fach so stark wie mein bestes Bett, das kann man mal machen. Und dann steht einfach 500 Robux, aber das sehen sie gar nicht. Das fällt ihnen gar nicht auf, weil sie, keine Ahnung, sie haben 1000 Robux. Ja, 500 danach wird schon passen. Wenn man einfach mal schnell so ein Pet kauft, dann fällt das nicht auf. So, 5 Pets equipped, sollte ja auch halbwegs billig sein. 599 Robux. Okay, das kostet wirklich 599 Robux. Ja, aber es sieht aber auch nicht so aus, als wäre das runtergesetzt. Wenn das 599 Robux beim 50% Sale wäre, das wäre krank. Okay, aber kommen wir mal von dem riesen Scam weg, den wir gerade erlebt haben. Gehen wir mal hier hin zum Anfang zurück, weil was ich gerade gesehen habe, wir haben hier ein Limited Time 40 Millionen Event Egg. Und das soll anscheinend das beste Pet, das es hier gibt, soll das beste Pet im Spiel sein. Mit einer 0,001%igen Chance, was 1 zu 100.000 ist. Ja, es geht. Ich habe jetzt kein Triple Egg und so, deswegen werde ich das Pet wahrscheinlich nicht ziehen. Außerdem habe ich auch keinen Luck, außer diesen Luck Boost, den ich gerade aktiviert habe. Aber wir ziehen jetzt ein Pika Pet. Ich hoffe, dass es halbwegs okay ist. Ich will einfach mal schauen, wie stark die Pets sind. Wenn die jetzt so 100, 200.000 haben, dann wäre es schon krass. Wie viel kostet mich denn so ein Egg? Eine Trillion. Das ist auch gar nicht so leicht zu bekommen, wenn du neu im Spiel bist. Das heißt, da müssen schon wenigstens halbwegs gute Pets dann sein. Electric Lion, das Rare Pet. 7-prozentig. Oh, Miss Flopper. 3-prozentiges Pet. Dann haben wir jetzt schon ein paar gezogen. Die ersten 4 Pets, die anderen werden dann relativ schwer. 0,05% sind immerhin schon 1 zu 2.000. Aber die haben 800.000? 800.000? Warum habe ich gerade 750 Robux ausgegeben? Wenn die Pets 800.000 haben. Ist das dein Ernst? Das ist jetzt ein dummer Witz, oder? Warum habe ich so viele Robux gerade ausgegeben? Ich würde noch... Okay, ich bereue es so sehr, dass ich die Robux ausgegeben habe. Ja, zieh die Pikas, die will ich gar nicht. Die kann ich zwar auch Rainbow machen, aber bringt mir jetzt nicht wirklich viel. Wenn ich so ein Eisding Gold oder Rainbow machen könnte, das wäre schon krass. Warte. Ich habe gerade ein OP-Pet gezogen. Kann es sein, dass ich gerade das 0,05% Pet gezogen habe? Ich habe gerade irgendwas gehört und da war irgendein neues Pet. Habe ich das gerade gezogen? 1,5 Millionen, die Spark Cat. Das ist, glaube ich, die, oder? Ja, 0,05%. Hä, stark. Ich wurde einfach ein bisschen weiter gehatcht. Ich habe jetzt 4 Mrs. Floppers.
reicht das, um irgendwie ein gutes Pet zu machen? Dann ein paar Terrys und ein 4 Electric Lions. Nein, ich habe sogar 5 Mrs. Floppers. Ich habe mehr Mrs. Floppers als Electric Lions. Tick, tick, tick. Ja, dann muss ich jetzt mal schauen, wie ich dir Gold mache, weil ich habe keine Ahnung, wo Goldmaschinen sind. Ist hier eine Goldmaschine? Hallo, was bist denn du? Eine Regenbogenmaschine und eine Glänzenmaschine. Ja, die kann ich gebrauchen. Hier, packen wir die zusammen. 100%. Let's go. Das hat auch schon 1,1 Millionen auf Level 19. Let's go, glänzend. Und ich habe noch nie was Gold gemacht, dass ich jetzt auch mal diese Experience habe. Das ist mit dem Glücksrad, das ist ja voll cool. Dann hier Electric Lion. Komm, das kann nur funktionieren, oder? Das, ja, sehr, hey, mir gefällt das mit dem Glücksrad. Das glaube ich. So, jetzt noch die ganzen Terry-Pets. Dann können wir theoretisch einen Terry vielleicht sogar noch Rainbow machen. Nein, ich habe die 80%ige Chance gefällt. Wow, da muss ich jetzt aber die 60%ige Chance schaffen. Da, die darf nicht fehlen. Oh, das war knapp, aber wir haben es geschafft. Let's go. Ich glaube, jetzt haben wir 4 Terrys in Shiny. Das heißt, wir haben eine 80%ige Chance auf einen Rainbow Terry. Let's go. Und wir haben es geschafft. Okay, gut, 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 gut. Wir sind im sicheren Bereich. Wir haben einen Rainbow Terry. Und jetzt schauen wir mal, wie stark unsere Pets sind. Rainbow Terry 1,65 Millionen. Mrs. Flopper 2,2 Millionen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich finde, das ist wirklich übel, dass ich jetzt einfach schon eine Mrs. Flopper auf Gold gemacht habe. Ich habe jetzt... Wie lange habe ich jetzt gehatcht? 5 bis 10 Minuten. Allerhöchstens. Und ich habe ein besseres Pet fast als diesen Spooking. Das ist insane. So, ich will jetzt aber mal probieren hier Electric Lion. Ich schaffe den auf Rainbow. Komm, komm, komm. Glück, es war halbwegs knapp. Nicht schlimm, nicht schlimm. Wir können trotzdem noch unser Sparket equippen. Und jetzt können wir unsere Pets auch verzaubern. Das habe ich auch noch ganz vergessen, dass das existiert. Das heißt, wir gehen einfach hier zu der Verzauberungsmaschine, zum Verzauberungshaus. Gehen hier und nehmen von mir aus auch unseren Spook King. Ja, wir nehmen einfach mal das. Wir wollen das oder das haben. Eins von beiden. 50.000 Gems kostet eins. Glücklicherweise habe ich 27 Milliarden. Ja, Glück will ich nicht. Eine Ewigkeit später. Oh mein Gott. Junge, hat das ewig gedauert. Ich habe gerade locker 10 Minuten enchanted, dass ich auf 2 Pets Tap 5 habe und 2 Tap 6. Und ich habe jetzt nochmal 76 QI-Taps bekommen. Chillig, chillig, chillig. Nehme ich gerne mit. Aber meine Pets sind jetzt halt OP. 5,7 Millionen für das wunderbare Robux-Pet. 5,25 für die Spark-Cat. Und Mrs. Flopper hat 5,18 und der andere Terry 4,3. Das sind echt starke Pets, würde ich behaupten. Mit meinem paar QI komme ich jetzt zwar noch nicht in die Fantasy-Welt, aber das Ziel ist, glaube ich, auch jetzt gerade gar nicht in die Fantasy-Welt zu kommen, sondern zu Super Rebirthen. Dafür brauche ich zwar 10 Milliarden normale Rebirths, aber dann kann ich mir einen Super Rebirth gönnen und ab dann geht's sehr, sehr viel schneller voran, Leute. Also grundsätzlich, das, was ich gerade brauche, sind einfach ein Super Rebirth. Dann kann ich mich auf die SP, glaube ich, hochfarmen. Außerdem kann ich mir jetzt schon 1,68 Milliarden Rebirths für 420 QI-Klicks holen. Okay, Leute, weitere 20 Minuten später habe ich jetzt auch genug Klicks. Ich habe mich jetzt direkt auf 2,3 SX hochgefarmt, dass ich mir auch direkt 9,5 Milliarden Rebirths gönnen kann. Dieser Unlimited Rebirths Game Pass ist tatsächlich auch der einzige Game Pass, den ich mir im Spiel gekauft habe. Aber jetzt schaue ich das an. Ich habe jetzt 10 Milliarden direkt und ich mache einige Klicks pro Klick und zwar 2 QI. Das ist gut und wir gönnen uns jetzt den ersten Super Rebirth. Let's go. Sind jetzt auch meine ganzen Welten und so wieder zurückgesetzt worden? Wenn ja, dann bin ich... Oh. Aber meine Pets habe ich noch, oder? Okay, meine Pets habe ich noch. Okay, wenigstens das. Aber ich habe keine Rebirths mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ist ja alles zurückgesetzt worden mit diesem Super Rebirth. Okay, dann müssen wir uns jetzt mal die ganzen Welten wieder freikaufen. Das Spiel ist wirklich, wirklich grindy, Leute. Also ich spiele jetzt schon locker 50 Minuten gerade dieses Spiel. Und ich habe noch nicht wirklich viel erreicht. Und 30 Milliarden für das Ding. Ich will jetzt halt noch nicht rebirthen direkt. Aber wir können rebirthen. 14 Millionen Rebirth. Let's go. Dann sind wir wieder direkt bei QA. 30 Milliarden, 250 Milliarden für das. Für die Todesinsel 5 Trillion, auch ganz easy. Können wir uns ein bisschen weiter freikaufen. 60 Trillion, kommen wir direkt in die zweite Welt. Ich glaube, dafür brauchen wir schon QI oder so. 50 QI brauchen wir für die zweite Welt. Okay, da müssen wir noch ein bisschen farmen. Aber hier ganz kurz rein. Oh, ein QI schon direkt. Okay, das ist teuer. Glücklicherweise kann ich in die Cloud Island gehen und hier mir ein paar QI erfarmen auf ganz, ganz entspannt, indem ich einfach hier ein bisschen klicke. Hier haben wir auch schon einen 170%igen World Boost, das ist schon mal nicht schlecht. Und da können wir uns dann auch wirklich die 50 QI halbwegs schnell erfarmen, wenn wir jetzt einfach in jede Welt reingehen, damit wir auch in die Flamelands World kommen und vielleicht sogar noch in die Fantasy Welt, was eigentlich mein Ziel für heute war. Aber dafür brauche ich ein paar SP. An sich sollte das ja nicht so schwer sein, denke ich. Habe ich auch meine ganzen Upgrades verloren? Nee, okay, die behalte ich. Genauso wie die Gems hier. Okay, okay, okay. Wenigstens das. Ich kann natürlich noch mein Ding hier, das Rad spinnen. Let's go. Triple Tap Boost. Das habe ich ganz vergessen. Die täglichen Belohnungen.
Was sind eigentlich diese Godzilla-Geräusche die ganze Zeit im Hintergrund? Ich höre alle 5 Minuten irgendwelche Godzilla-Geräusche und ich weiß nicht, was machen die hier? Ich bin hier ganz normal in dieser, keine Ahnung, Korallen-Island und höre die ganze Zeit so einen Dinosaurier. Ja, aber egal, ich habe jetzt 17 QI. Das reicht, dass ich in die nächste Insel kann. In die letzte Insel der Spawnwelt. Let's go. In der Darkheart Island sind wir mal wieder. Und jetzt müssen wir uns auf 50 QI farmen. Und ich würde sagen, wir rebuffen einfach. Wir rebuffen 80 Millionen Mal, haben jetzt 380 Millionen Rebuffs. Und damit kommen wir jetzt schnell auf 50 QI, denke ich. Okay, es ist halt schon echt krass, Leute, dass ich wirklich gute Pets habe. Ich habe wirklich gute Pets. 6 Millionen Pets. 5,5 Millionen Pets. Mit guten Enchantments. Und ich komme nicht so schnell aus der Spawnwelt raus. Das Spiel ist einfach zu grindy oder es gibt noch sehr viel bessere Pets, von denen ich aber keine Ahnung habe, wie man sie bekommen könnte. Aber das ist ja jetzt egal, 50 QI. Wir gehen jetzt zurück in die Flamelands-Welt und da haben wir halt auch wirklich jetzt schon Inseln, die sehr teuer zum Freischalten sind, glaube ich. 2 SP teilweise. Wie bin ich an so viele Klicks gekommen letztes Mal? Und warum habe ich jetzt nicht mehr so viele? Oh, ich weiß wieder, wie ich letztes Mal so viel Geld bekommen habe. Ich habe mir jetzt gerade nochmal mein letztes Video angeschaut und geschaut, hä, wie habe ich die Welten freigeschaltet mit so wenig Geld? Aber ich bin einfach raufgesprungen. Natürlich, man kann hier hochspringen zu den ganzen Welten. Dann werde ich das mal ganz kurz machen müssen. Okay, Welt Nummer 1. Insel Nummer 2. Insel Nummer 3. Nummer 4. Und 5. Das ist die letzte. Jetzt sind wir ganz oben. Jetzt haben wir den maximalen World Boost. Und was gibt's hier eigentlich? Das ist der Shop, oder? Was mir eingefallen ist, was wir auch noch haben, sind Bosse, Leute. Es gibt in diesem Spiel Bosse. Jetzt muss ich erstmal wieder meine besten Pets natürlich equippen, die 6 Millionen. Aber hier irgendwo war doch ein Boss. Ja, hier oben, da hatten wir jemanden. Da muss ich, glaube ich, 50 Milliarden Gems zahlen. Ich habe die noch nie gemacht. Aber hier kann ich hingehen und was muss ich hier machen? Ich bin irgendwo hin teleportiert worden. Hä? Was wird das? Hä, ich verliere Leben. Aber warum verliere ich Leben? Ich verstehe es nicht ganz, was hier los ist. Also keine Ahnung, wo ich ein Boss sein soll. Aber ich sehe keinen. Ich habe jetzt auch noch mal eine Minute gewartet. Ich springe jetzt einfach mal runter. Was passiert dann? Ich sterbe. Okay, und bin wieder in der normalen Greenlands-Welt. Also, keine Ahnung, was das jetzt war. Ich probiere es mal nochmal, wenn ich hier hingehe. Ah, ich habe auf okay gedrückt, glaube ich. Ist da jetzt irgendjemand? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan, was das soll. Ich gehe jetzt einfach hier in die Red Magma-Welt. Übrigens, die Yellow Magma Island konnte ich mal wieder nicht freischalten. Die kann man anscheinend nicht freischalten, wenn man da hingeht, sondern man kann sie nur freikaufen. Was sehr, sehr weird ist, aber in der Red Magma Welt farme ich jetzt wieder mit einem 500%igen Weltboost. Und wie schnell farme ich mir ein paar Rebirths zusammen? Ich könnte mir jetzt schon 1,5 Milliarden Rebirths gönnen. Das ist sehr, sehr entspannt. Aber ich glaube, ich gönne mir noch ein paar mehr. So gefällt mir das. Direkt auf die eine SX hochgefarmt. Darauf jetzt 7,5 Milliarden Rebirths. Und jetzt farme ich mit einem Klick 4 QI. Das heißt, ich komme auf ein paar SX zusammen. SP ist noch ein bisschen... Dauert noch ein bisschen, aber die SX gehen schon schnell voran. Und ich sehe gerade, ich kann mir nochmal einen Super Rebirth für nochmal 10 Milliarden Rebirths gönnen. Und ich habe ja gerade schon 30 Milliarden Rebirths. Was ziemlich, ziemlich gut ist. Ich glaube, ich kann mir einfach nochmal einen. Nope. Oh, okay, ich kann mir nicht nochmal einen gönnen. Aber was ich mir gönnen kann, ist nochmal eine weitere Milliarde an Rebirths. Let's go. Und eine Milliarde ist tatsächlich mittlerweile schon hier. 4 Milliarden an Rebirths. Einfach, das wird ja einfach vervierfacht wegen diesem, ihr wisst schon, wegen diesem Rebirth-Boost. Macht Sinn. Super Rebirth, 4-mal Rebirths. Jeder Rebirth, den ich mache, bringt 4-mal so viel. Leider habe ich jetzt das Problem, dass ich jetzt hier nicht in die Fantasy-Welt kam, weil ich dafür tatsächlich 20 SP brauche. Oh mein Gott, ich muss direkt anfangen zu klicken. Ah, 250 Klicks, let's go. Ich glaube, das ist immer noch das Maximum. Oh, ich bin so verdammt schnell. Ich tippe ganz kurz drauf und bin schon auf der anderen Seite. Hier, ganz kurz getippt und da drüben. Okay, wir sind in der Space-Welt. Das beste Ei hat wie viel gekostet? 2,5 Millionen Wins waren das. Und hier seht ihr das Portal neben der Space-Welt. Das ist die Ocean-Welt. Wie viele Wins brauche ich dafür? Enter. 4 Rebirths required. Warte, ich habe keine 4 Rebirths. Wie viele Rebirths habe ich? 3? Und ich habe 1,7 Millionen Wins mir schon erfarmt und muss sie jetzt ausgeben. Oh Gott, das ist nicht dein Ernst. Okay, ich kaufe mir jetzt noch eins von diesen 1 Million Eiern davor. Bäh. Cupid, kommen. Wow, danke für dieses coole Pet. I equip das Ding. Los. Und jetzt müssen wir rebirthen. Hui. Rebirth. Yeah. Aber ich kann jetzt in die Ocean World. Rein da. So, und hier sind wir in der Welt. Hier gibt es ein 1600 Robux Egg für ein trauriges Dreieck. Nein, ich gebe jetzt keine 16 Euro für ein trauriges Dreieck aus. Und das beste Ei hier hat 5 Millionen Wins. Und da können wir ein paar coole Pets ziehen, glaube ich. Irgend so ein Oktopus, irgendein anderes Ding, so ein Geist, Tintenfisch und ein Pokéball. Aber wisst ihr, was sich geändert hat in der Welt? Das habe ich noch gar nicht erzählt. Es hat sich in der Welt einiges geändert. Und zwar, wir bekommen mal 5 Klicks hier oben in dieser Welt. Aber wir sind doppelt so langsam anscheinend. Wie sich das jetzt insgesamt daraus hinausläuft, wie viel Wins wir insgesamt erfarmen, keine Ahnung. Ich glaube, wir sollten etwas mehr bekommen.
Aber nicht allzu viel mehr. Was ich noch brauche... Oh, was ist das? Limited Dango Egg. Es gibt Exclusive Eggs. Gambling. Ein Race Clicker. Ich will mir das nicht kaufen. Nein, ich will mir das nicht kaufen. Nö, nö. Vielleicht kaufe ich es mir. Aber jetzt brauche ich erstmal hier Acceleration für 15 Minuten plus. Wofür habe ich denn so viele Robux? 45 Robux kostet das. So ein Wucher. Und dann auch noch Triple Wins und Double Wins brauche ich mal wieder. Okay, sehen wir schon irgendwie einen Einfluss auf unsere Wins? Ja, okay, wir haben jetzt schon wieder 150.000. Wir sind jetzt zweimal durchgelaufen, glaube ich, und sind jetzt... Oh, 186.000. Das ist schon strong. Und wir sind wirklich etwas langsamer. Es könnte gut sein, dass wir doppelt so langsam sind. Ich glaube sogar fast. Aber wir bekommen trotzdem mehr Wins. Da bin ich mir ziemlich sicher. Lass das Rad entscheiden. Soll ich jetzt wirklich das Rad entscheiden? Lassen dieses Hassrad... ob ich mir so ein Exclusive-Ei kaufe. Oder was ist das eigentlich hier? Wir haben hier zwei von diesen krassen Pets, die 80% Stat-Copy haben. Und dann ein Huge-Pet mit 100% Stat-Copy. Und Luck does not affect percentage. Also es ist egal, ob wir Super-Luck, Omega-Luck, ob wir 100%ige Secret-Pet-Luck haben. Das hat hier keinen Einfluss. Und wir wollten wahrscheinlich einfach das 13%ige Pet haben. Weil mein bestes Pet ist nicht so stark und ich weiß nicht, wie stark das 13%ige ist. Außer wir werden jetzt gescammt und das 13%ige hat einfach so irgendwie 1000. Aber okay, wir müssen jetzt erstmal wieder klicken, Leute. Ich kann jetzt leider... es tut mir wirklich leid. Ich kann mir jetzt gerade leider kein Egg kaufen und nicht das Rad spinnen, weil ich jetzt wirklich klicken muss. Und danach muss ich leider wieder laufen. Es tut mir wirklich leid, Leute. Ja auf 100 und nein auf 1. Nein? So, dann lasst uns das Rad spinnen. Wir haben hier zum einen Egg und zur anderen Seite kein Egg. Und ich will bitte auf kein Egg landen. Bitte. Lass mich nicht auf Egg landen. Ich will mir kein Ei kaufen. Du bist so... Okay. Lieber auf Egg als auf Robux verschenken. Lieber gebe ich die Robux für mich selbst aus, als dass ich euch Geld schenke. Von mir aus kaufen wir ein Ei, Leute. Aber noch nicht jetzt. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen mehr Wins farmen. Ich brauche nämlich 5 Millionen für das neue Ei. Okay, vielleicht brauche ich trotzdem das Pet, um mir mehr Wins zu erfahren. Ja, okay, wir öffnen das Ei. Nein, ich öffne nicht das Egg für 1600 Robux am Spawn. Nein, nein, nein. Das war nicht... die Abmachung. Wir kaufen dieses Limited Egg im Shop. Das war die Abmachung. Okay, ich mach schon auf. Und wir haben Ankommen bekommen. Ja, 35%iges Pet. Wenigstens nicht das 50%ige. 23.000. Es hat 23.000. Willst du mir erzählen, dieses Pet hat 23.000? Ich hasse dich, Pet. Für dich habe ich gerade 8 Euro ausgegeben. Das sind 10 Euro in Robux. Oh mein Gott. So ein Müllpet. Das für 1600 Robux ist sicher besser. Ich glaube, das kann ich mir jetzt nicht mal mehr leisten. Oh mein Gott. Ich sehe gerade, man kann nach 2 langen Monaten kann man endlich in diesem Spiel die Background-Musik ausmachen. Und du kannst Lobby-Speed ausschalten. Warum hat mir das niemand gesagt? Ich muss nicht wie ein Irrer rumrennen in der Lobby. Aber wir haben jetzt 1 Million Wins, Leute. Gut, wir haben 1/5. Ist nicht so gut. Aber wir kommen hin. Wir schaffen das. Wir kommen auf die 5 Millionen Wins in, sagen wir, 20 Minuten. 30. 2 Stunden. Okay, 10 Stunden. So, wir sind jetzt in der Lobby. Oh mein Gott, wir laufen aber schon sehr langsam. Ich habe jetzt mit Lobby Speed nicht so langsam erwartet. Ein bisschen schneller hätte es schon sein können. Ja, spin mal das Rad im Game am Spawn. Bitte, was für ein Rad im Game am Spawn? Nee, du trollst doch, das gibt's gar nicht. Oh, es gibt hier wirklich ein Rad? Was kann man hier bekommen? Ein 70.000er Stat-Pet, ist das gut? Mein bestes Pet hat 60.000. Also das wäre mein bestes Pet, was ganz okay wäre. 0,01%, das ist ein bisschen niedrig, die Chance. Ich will irgendwas Gutes haben, wie zum Beispiel... Tja, das 70.000. Das Step-Pet, das ist das Einzige, was ich brauchen kann an sich. Gib mir das Pet. Gib mir Pet, 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 Pet. Triple Luck für 15 Minuten ist auch ganz okay. Ich kann es nur nicht brauchen. Übrigens, die Lobby-Speed regt mich doch auf, weil sie so langsam ist. Mach die aus. Hey, sie ist an, sie ist aus, sie ist... Ah, sie ist... Ich bin durch die Wand gelaufen, okay. Bitte, bitte, ich bin viel zu schnell in dem Spiel. Wenn wer 25 Euro spendet, kaufst du dann? Ja, wenn wer 25 Euro spendet, dann... Nein, 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 warte, 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 nein, nein, nein. Nein, da kaufe ich nicht. Stopp, stopp. Kreditkarte zurück in deinen Geldbeutel. Steck sie wieder ein. Gib nicht die Sicherheitsnummer ein. Drück jetzt auf Abbrechen. Gut. 2000 Jahre später. Jetzt dreimal kaufen. Du kannst sowas von die Schnauze halten. Ich kaufe nicht dreimal das Egg. Ich kaufe mir einmal dieses 1600 Robux Egg. Und ich habe jetzt wirklich keine 1600 Robux mehr übrig, oder? Wie viel habe ich noch? Nein! Nicht loslaufen! Ich wollte gerade schauen. Bitte ist es schlecht. Oh mein Gott, wenn das Pet schlecht ist. Ich werde nie wieder irgendetwas machen, was ihr sagt. Nie wieder, nie wieder, nie wieder. Hey!
Lass uns dieses Ei kaufen. Und da bekommen wir zu 100% dieses Dreieck, traurige Dreieck für 1600 Robux. Das ist so viel Geld. Das ist so viel Geld. Ocean Egg, yeah. Ich habe voll Bock auf dieses Bett. Komm, sei bitte gut. Und bitte verarbeite jetzt mal. Hallo? Der Kauf von Ocean Egg ist fehlgeschlagen, da ein Problem aufgetreten ist. Okay, dann probiere ich es halt nochmal. Hey, ich habe schon gekauft. Ich habe kein Geld mehr dafür. Sag mir bitte, ich habe das Bett bekommen. Und nicht, dass ich jetzt gescammt wurde. Wo ist das Bett? Mir wurden gerade 1600 Robux abgezogen. Und ich habe kein Pet hier bekommen. Ich versuche mal durch Rejoin. Das ist nicht dein Ernst. Es ist kein Pet hier. Nein, nein, nein. Ich habe gerade nicht 1600 Robux dafür ausgegeben. Nicht ernsthaft. Es kann nicht sein, dass ich jetzt wirklich 1600 Robux verloren habe. Ich habe keine Robux mehr. Ich kann mir das Egg nicht nochmal kaufen. Ich habe gerade 16 Euro ausgegeben und habe nichts dafür bekommen. Dankeschön, Roblox. Roblox scammt mich einfach. Ja, wir müssen immer noch 2,4 Millionen farmen. Das werden wir wohl trotzdem machen müssen. Viele Monate später. Oh, ich habe jetzt 4,9 Millionen Wins. Noch einmal laufen und ich habe 5 Millionen zusammen, Leute. Dann bin ich rich, rich. Ja, wir sind reich, reich. Und habe ich 5 Millionen? Ich habe 5 Millionen Wins. So, kann ich jetzt bitte aufhören? Please, lass mich kaufen. Ich kann nicht aufhören. Ja, ich muss wohl neu starten. So, wir haben jetzt 5 Millionen Wins. Let's go. Wir müssen ganz kurz uns hier erstmal Double Luck und Triple Luck gönnen. Das kostet 85 Robux. Warum ist das so teuer? So teuer sind immer diese Game Pässe. Meine Güte. Aber ich erwarte heute, nachdem ich gescammt wurde, nachdem alles, was passiert ist, gerade passiert ist, endlich ein 13%iges oder ein 6,8%iges Pet. Ich habe sie noch nie bekommen. Aber bitte, einmal in meinem Leben. Und Squidling, 6,8% Epic Pet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich könnte nicht glücklicher sein in meinem Leben. Ich habe kein Common Pet gezogen. Das erste Mal in meinem Leben. Und wie stark ist das? Komm, 68.000? Es ist mein bestes Pet. Ich beschwere mich nicht. Ich habe jetzt Highscore von 280.000 und ich habe gerade nicht mal geklickt. Das heißt, wir kommen auf vielleicht sogar 300.000. So, was müssen wir machen? Wir müssen hier, ich denke mal, ganz normal klicken, so wie in jedem Klickerspiel wir das müssen. Hier haben wir verschiedene Regionen. Eine Waldregion, eine Wüstenregion. Oh, mir gefällt das aber mit diesem Piratenschiff da. Oh, wenn die schön aussehen, dann wäre das cool. Und wir können hier nach oben springen natürlich. Ganz klar nach links springen. Aber ich springe nach oben, nicht nach links. Jedenfalls haben wir hier einen Shop. Wir haben hier Eggs natürlich. Starter-Egg für 250 Klicks und gerade klicke ich nicht sehr schnell. Ich kann nur bis zu fünfmal pro Sekunde klicken. Mehr als fünfmal lässt das Spiel gar nicht zu. Okay, dann werden Autoklicke ja fast unnötig. 100 Klicks bekomme ich nochmal. Das heißt, ich kann mir instant das erste Ei kaufen, ohne den Rebuff oder was. Aus dem Starter-Egg bekomme ich ein Kätzchen. Das wird wahrscheinlich nicht so stark sein, wenn wir da drauf gehen. Das hat mal 1 Klicks. Warte, also gar nichts? Ist das dein Ernst? Willst du mir sagen, das Kätzchen bringt mir einfach gar nichts? Ich bekomme einfach ein unnötiges Pet. Okay, lass uns weiter hatchen. Vielleicht bekomme ich ja was Besseres aus dem zweiten Egg wie ein Häschen. Das ist selten und das ist hoffentlich besser. Das gibt mir schon mal 2 Klicks wenigstens. Das heißt, ich bekomme jetzt pro Klick plus 4. Okay, ab dem Punkt macht das Spiel keinen Sinn mehr. Ich bekomme ein Häschen, hab mal 2, gibt mir plus 4. Dann mein Kätzchen mal 1, gibt mir gar nichts. Ich will hier wiedergebären. Wie kostet mich eine Wiedergeburt? 800 Klicks schon mal. Aber dann bekomme ich doppelte Klicks und 10 Edelsteine. Let's go. Und jetzt mache ich pro Klick schon mal 8 Klicks und brauche für das nächste Ei das Bienenei. 2500. So, wir werden wahrscheinlich hier an der Seite noch Sprünge haben. Genau. Kauf mehr Sprünge. Sprung 2 kostet mich 200.000 an Klicks. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein soll, das ist einfach der Klicker-Simulator. Wir haben genau an der gleichen Stelle die ganz gleichen Sachen. Also bis auf die goldene Maschine, die es im Klicker-Simulator nicht gibt. Aber der Shop ist hier. Die Eier sind hier drüben. Sprünge sind hier. Die Sprünge kosten auch im Klicker-Simulator 200.000. Hier haben wir auch dieses Jump-Pad im Klicker-Simulator. Es ist der Klicker-Simulator. Niemand kann mir was anderes erzählen hier. Aber ich weiß, dass wir auch im Klicker-Simulator diese Schilder haben mit Tipps, die hier rumliegen. Wir haben hier ein Dominus-Egg noch. Für 400 Robux. Ich weiß nicht, ob ich mir ein Dominus-Pet holen soll. Vor allem, wenn ich mir die Prozentchancen schon wieder ansehe. 75%, 60, 4, 45. Oh, zufälliges Geschenk. Ein Rebuff bekommen, das ist schon mal gut. 30%, 15 und 5%. Ich bin nicht gut in Mathe, würde ich sagen. Aber ich glaube, das sind alles zusammen mehr als 100%. Und das macht irgendwie sehr wenig Sinn. Guck einfach nicht auf die Prozente. Wenn ich die Prozente nicht sehe, dann ist das verboten. Dann ist das illegales Glücksspiel. Wenn die Prozente, die hier stehen, nicht stimmen, ist das illegales Glücksspiel. Also no joke. Ich weiß nicht, ob ich dieses Glücksspiel auch noch unterstützen will, indem ich da jetzt für 4 Euro ein Egg kaufe. Ich hole mir erstmal eher so ein Bienenei. Und das gibt mir einen Frosch. Wir können auch insgesamt 3 Pets equippen nur. Na, schade. So, wie viel brauche ich für die erste Region zum Freischalten? 500.000 Klicks oder ich springe wahrscheinlich mit meinem Zweier-Doppelsprung gleich mal hoch. Hier haben wir weitere Wiedergeburtstasten und einen Alpha-Wolf für 1500 an Gems. Ich glaube, dafür muss ich noch ein weiteres
das Bienenei öffnen, wobei ich aus dem Bienenei einfach einen Frosch gezogen habe und jetzt einen Dinosaurier aus dem Bienenei ziehe. Das ist ein Bienenei. Nur weil das beste Pet eine Biene ist, das epische Pet, heißt es nicht, dass du einfach sagen kannst, ja, das ist ein Bienenei. Obwohl ich hier einen Dinosaurier und einen Frosch einfach ziehen kann. Obwohl der Dinosaurier schon ganz gut ist. Der ist nice. Mal 8. Haben wir im Shop noch hier Exclusive Eggs? Nee, aber wir haben hier so Pets, die wir kaufen können. Und zwar ein 3000er, was auch immer Ding das ist, für 2500 Robux. Und das Vorschaubild ist einfach das Vorschaubild zu dem 250er Pet. Bei dem Pet habt ihr es auch geschafft. Aber beim Exclusive Pet 3 ist einfach das falsche Pet drauf. Dann sagen wir, dass beim Exclusive Pet 1 das dritte drauf ist, oder? Ja, wow. Wenn ich mir das jetzt kaufe, bekomme ich dann das Pet oder bekomme ich das Pet? Ich bin mir unsicher. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sicher wissen. Aber sonst keine Free Spins? Was? Kein Glücksrad? Oh, 3300 Klicks bekommen. Let's go. Das heißt, ich habe jetzt genug für 5 Rebirths. Nice. Jetzt habe ich 7 Rebirths insgesamt, obwohl ich nur 6-mal gerebirft habe. Genauso mag ich das. Da kann man nicht mal trainen im Spiel. Ja, trainen gibt es halt auch noch nicht. Das Spiel ist sehr unfertig. Und es ist sehr geklaut. Wir haben so lange gewartet, bis sich niemand mehr für Clicker-Simulator juckt und haben das Spiel dann erst geklaut. Und es ist nicht mal gut gemacht. Aber seht ihr, Tipp Nummer 2. Wenn du dein bestes Haustier herstellst, wird es OP. Was? Dein bestes Haustier ist OP? Nee, das hätte ich mir gar nicht gedacht. Kauf jetzt das 4-Euro-Ei. Jetzt. Sofort. Spin das Rad, ob du dir das holen sollst. Wir haben zum einen Egg kaufen oder auch Egg nicht kaufen. Und ich denke, wir landen jetzt einfach mal ganz klassisch auf Egg nicht kaufen. Richtig. Und wir holen uns das Ei nicht. Das Dobidus-Ei. Weil das wäre nämlich nur Abzocke. Das Ei ist Scam, Leute. So, 200.000er. Let's go. Wir haben 2 Sprünge. Lass uns auf das Jumppad gehen. Nice. Ab nach oben. Ah, nicht töten, bitte. Bin tot. Okay, muss jetzt ganz langsam hier rüberspringen über die Wolken. Wie das Spiel. Vergiss nicht, das Spiel für mehr Updates zu mögen. Ich mag das Spiel aber jetzt schon nicht. Warum sollte ich es dann für mehr Updates mögen? Ich will das... Ah, töte mich nicht. Ich will einfach nur zur zweiten Insel. Lass mich einfach zur zweiten... Okay, da hätte ich nicht stehen sollen können. Das fühlt sich ja noch viel schlimmer als ein Tapping-Simulator. Wie das Spiel. Vergiss nicht, das Spiel für mehr Updates zu mögen. Habe ich das nicht gerade schon gelesen? Bin ich auf der gleichen Insel nochmal oder steht das einfach auf 5 verschiedenen Inseln? Nee, das stand hier unten. Das steht hier nochmal. Die wollen mir das so sehr andrehen, dass ich das Spiel liken soll. Und dann können die das nicht mal im flüssigen Deutsch schreiben. Seid ihr dumm oder was? Die sind doch so weit weg. Lass mich doch hoch. Das sind einfach die gleichen Wolken gecopy-pastet. Das sind nicht mal Wolken. Wer denkt, wenn er das von oben sieht, dass das Wolken sind? Das ist eine Schildkröte allerhöchstens. Oh, da ist die erste Insel. Wir kommen vielleicht irgendwann mal hin. Ja, wir haben die Sky Island entdeckt. 200.000 Klicks bekomme ich dafür geschenkt. Das sind auch die, die ich für den Doppelsprung ausgegeben habe. Das ist doch wenigstens mal nett. Und jetzt haben wir hier eine Wiedergeburtentruhe. Ich habe 2 Wiedergeburten bekommen. Das hat mir so viel gebracht. Wir haben auch keinen World Boost und nichts. Ich glaube, ich soll mir wohl eher das Golem-Ei jetzt holen. Und ich brauche 20 Millionen für den nächsten Sprung. Ich brauche wirklich 50 Millionen Klicks für die nächste Welt. Das ist so viel. Eine Ewigkeit später. Junge, das dauert so ewig, Klicks zu bekommen. Das ist unfassbar, wie lange das dauert. Ich brauche das Ei jetzt. Hey, für 9 Minuten doppelt Klicks. Das kommt sehr gelegen, das kann ich gebrauchen. Oh, ich habe 1 Million Klicks. Das hat nur 20 Jahre gedauert. Und jetzt kann ich hoffentlich ein episches Pet oder so bekommen. Mit 15 oder 6%iger Wahrscheinlichkeit. Einfach kein einfaches Pet mit 62%. Komm, es ist ein Nashorn. Das ist kein Nashorn, das ist eher eine Maus oder so. Ja, was hat das mal 20? Hey, da müssen wir uns jetzt noch mehr von diesen Golem-Eiern holen. So, hey, wir können uns ein 2. Ei leisten. Woo, yeah. Komm, kein Nashorn. Bitte was anderes als ein Nashorn. Bitte was anderes als ein... Ich hasse dich. Ich liebe dieses Spiel. Wenigstens bekomme ich dauerhaft Free Boosts. Sonst hätte ich wirklich ein Riesenproblem mit diesem Spiel. Alle guten Dinge sind 3. Wir bekommen jetzt keine Nashorn. Und Skorpion. Skorpion, besser als ein Nashorn. 36%ige Pet. Ich bin zufrieden damit. Es hat 39. Das ist doppelt so gut wie das Nashorn. Ja. Und jetzt haben wir noch 1 Minute an Double Champs Boost. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass ich den habe. Das heißt, wir müssen jetzt noch viele, viele 10er Wiedergeburten machen. Damit wir uns gleich dieses 50er Pet noch leisten können. Oh, schaffen wir noch einmal Rebirthen? Oh, das wird knapp. Komm, 1 Sekunde übrig und wir haben es geschafft. Let's go. Nee, ich will keinen weiteren Boost davon haben. Die wollen mich damit locken, dass ich mir noch einen davon kaufe. Nee, ich hole mir jetzt einen Alpha-Wolf. Schaut euch nicht an. Das ist Alpha, Leute. Schaut euch das legendäre Alpha-Wölfchen an. Mal 50 hat der. Wie heißt das Game? Sagen wir nicht. Das ist ein illegales Glücksspiel. Wir unterstützen kein illegales Glücksspiel. So, ich kann mir jetzt Sprung Nummer 3 leisten. 20 Millionen kostet der. Oh Gott. Aber jetzt können wir in die Pirateninsel. Hey. Mit sehr viel springen und sterben. Oh Gott, ich hab's
so Bock, da hier hochzuspringen. Oh, ist das schon die Pirateninsel? Oh? Nein, das ist nicht. Da ist ein Piratenschiff. Warum ist das nicht die Pirateninsel? Die ist so viel weiter oben. Oh mein Gott, wie weit ist das denn da oben? Bevor ich da oben bin, hätte ich mir einfach die 50 Millionen Klicks erfarmen können. Ich habe jetzt schon wieder 20 Millionen. Ich bräuchte nur noch 10 Millionen, dann hätte ich die 50 schon zusammen gehabt. Und ich bin nicht einmal runtergefallen. Ich springe die ganze Zeit einfach weiter. Ab der dritten Insel wird es schlimmer. Wie schlimmer? Es ist schon absolut schlimm, hier hochzuspringen. Es ist eine Qual und ich falle jetzt gleich runter. Oh Gott. Wenn ich hier einmal runterfalle, sind 20 Minuten meiner Lebenszeit gefühlt weg. Das ist immer noch dicht, die Insel. Oh doch. Oh Gott, wäre ich jetzt ausgerastet, wenn das nochmal so eine Zwischeninsel gewesen wäre. Komm, wir haben es geschafft zur Piratenbucht. Und wir wären tatsächlich schneller gewesen, hätten wir uns einfach den Teleporter gekauft. Aber wir können uns jetzt gleich mal so ein Piratenei holen. Und wir haben hier einen Weltboost von mal 3. Wenigstens das. Und jetzt wird sich so ein Piratenei gegönnt. Oh, Piratenschiff selten. Genau das wollte ich haben. Mal 94. Das ist nochmal um einiges besser als das, was ich davor hatte. Und im Shop kann ich mir jetzt einen coolen Scully holen. Oh Gott, ist der teuer. Benutzt den normalen Autoklicker? Stimmt, den gibt es jetzt auch. Ich kann jetzt hier einfach den normalen automatischen Klicker einschalten. So, jetzt können wir uns den coolen Scully leisten. Oh, schau ich euch mal an, wie cool der ist. 225, das ist auch wieder ganz gut. Und jetzt schauen wir mal. Nächster Sprung würde mich 2,5 Milliarden kosten, aber ich hole mir nicht den nächsten Sprung. Das tue ich mir ganz sicher nicht mehr an. Wie viel kostet mich einfach die nächste Welt? 150 Milliarden? Warte, du willst mir erzählen, ich habe jetzt entweder die Wahl, mir den nächsten Sprung für 2,5 Milliarden zu kaufen oder für 150 Milliarden die Welt. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wo wir letztes Mal in diesem Spiel aufgehört haben. Wir können uns irgendwo nach vorne teleportieren. Beim königlichen Königreich sind wir. Und hier haben wir die Sakura-Welt als nächstes für 100 Trillioner Münzen. Wie viel Trillion bekomme ich, wenn ich eine so eine Rakete abbaue? Oh mein Gott, das dauert ewig, die abzubauen. Kann ich so eine kleine Rakete abbauen? Wie viel Münzen bekomme ich dafür? Es sind ein paar Milliarden. Das heißt, ich muss ein bisschen fahren, bis ich in die Sakura-Welt komme. Und hier hinten ist dann eine Tech-Welt. Da ist das Tech-Portal. Und ich glaube, es gibt eine komplett neue Welt in dem Spiel mittlerweile. Ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt. Aber hier, Münzentruhe, 7,5 Trillion erstmal. Haben wir im Laden irgendwas Interessantes? Oh, wir haben hier Pets. 250 Robux für das. Das ist mein bestes Pet jetzt gerade. 408. 3750. Ja. Ich glaube, ich kann mir mal einen Lil Ninja gönnen. Okay, Lil Ninja gegönnt. Let's go. Kauf erfolgreich. Genießen. Double Münzen und Double Glück haben wir auch zurzeit. Dann kann ich den jetzt mal ausrüsten. Hier am besten ausrüsten. Lil Ninja. 3.750 und mal 10 an Gems. Let's go. Kann ich jetzt hier hingehen? Oh, nein, ich baue nicht schneller ab, aber ich bekomme jetzt nur mehr Münzen, wenn ich das abbaue. Das heißt, wir bauen jetzt diese riesen Rakete ab. Und wenn die abgebaut ist, dann bekomme ich insane viele Münzen, hoffe ich. Also, sobald die irgendwann abgebaut ist. Warum dauert das so lange? Ich habe noch nicht einen Tick Schaden gemacht. Okay, vielleicht baue ich doch die kleinen Raketen erstmal ab. Hä? Die gehen relativ schnell kaputt. Aber die hier geht gar nicht kaputt. Okay, jetzt geht sie kaputt. Ja, jetzt geht sie kaputt. Okay, sehr gut. Okay, die Rakete ist gleich kaputt. Und schau dich einfach mal Little Ninja an. Ich habe gerade ernsthaft nur 3 Trillion bekommen für die Rakete. Ich habe mir ein Robux-Pad gekauft. Ich habe mir ein Pad mit mal 3.750 gekauft. Du willst mir erzählen, dass ich gerade nur 3 Trillion bekommen habe? Warte mal, steht da gerade beim Lil Ninja mal 29. Hallo? Und dann, wenn ich drauf drücke, steht da mal 4279. Bruh. Willst du mir erzählen, ich wurde gerade übelst gescammt und habe jetzt ein mal 30 Bett gekauft? Bitte sag mir einfach nicht, dass ich ein mal 30 Bett gekauft habe. Ich muss rejoinen? Ja, liebes. Ein paar Sekunden später. Es ist halt schon krank, wie oft ich in letzter Zeit gescammt werde. Ich werde gefühlt in jedem Video, das ich mache, einfach gescammt von den Roblox-Spielen. Einmal, weil ich irgendwie Pets doppelt so teuer kaufe und die Pets nicht mal gut sind. Hier, weil die Pets einfach gar nichts bringen, weil es ein mal 30er Pet ist. Dann gestern, weil einfach meine Trail mir abgezogen wurde. Ich werde dauerhaft gescammt von den Spielen. Kann ich aber jetzt mal einen Spin machen. Wir haben ein Glücksrad. Okay, was habe ich bekommen? 100 Millionen an Gems steht hier. Oder was habe ich bekommen? Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt immer noch... Hey, mein Lil Ninja ist nicht gut. Mein Lil Ninja hat mal 31. Und ich habe jetzt auch wieder nicht mehr Coins bekommen. Was soll das? Ich habe aus dem Glücksrad nichts bekommen. Mein Lil Ninja macht nichts. Ich werde einfach nur abgezogen von dem Spiel. Dann muss ich die Kriminalpolizei holen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Kriminalpolizei holen will. Nur weil ich in einem Roblox-Spiel abgezogen wurde. Aber es ist halt schon ehrenlos. So, wo kann ich jetzt meinen Code endlich einlösen hier? Gib mir doch wenigstens jetzt mal meinen Boost. 30k Likes, 15 Minuten extra Luck. Wow, das bringt mir voll viel. Ich könnte nicht glücklicher sein, Leute. Ich könnte wirklich nicht glücklicher sein. Ich will doch nur Coins haben. Die habe ich beanspruchen. Ich habe jetzt Double Gems für 5 Minuten bekommen. Das ist gut. Liebe Double Gems. 3,6 Trillion. Das ist einfach nur ein Witz. 3,6 Trillion bekomme ich. Die ziehen mich komplett ab. Der Ninja ist einfach wertlos. Er ist Real Talk wertlos. Warum hat der mal 31? Hier steht mal 4.650. Was ist, wenn ich jetzt mal alle anequippe? Der Ninja ist hier sogar mein schlechtestes Pet.
Er wird als schlechtestes Pet hier angezeigt. Ich rüste ihn jetzt aus. Er hat mal 31. Er hat nichts. Er ist mein schlechtestes Pet. Was soll das? Habe ich hier irgendwas, was ich tun kann? Hier habe ich noch den Schwertschub. Da kann ich mir jetzt ein OP-Schwert holen. Komm, bitte lass das wenigstens halbwegs gut sein. 46 Trillion. Das hole ich mir gleich. 46 Trillion, das geht. Dann kauf ein besseres Robux-Haustier. Ich kaufe jetzt ganz sicher kein neues Robux-Haustier, wenn ich gerade eins gekauft habe, das einfach nichts bringt. Warum soll ich dann jetzt noch eins kaufen? Ganz sicher nicht. Das ist bei jedem Level-Tick ist da was dazugekommen. Ja, das hat jetzt 31, beim nächsten Level 32, aber es sollte eigentlich beim nächsten Level knapp 5000 haben. Nicht 30. Zwischen 5000 und 30 sind circa 4970 Unterschied. Okay, aber jetzt hier im Shop kann ich hingehen und mir ein 46 Trillion geschmiedetes Langschwert holen. Let's go. Damit sollte ich jetzt besser ausgerüstet sein. Oh, und die Rakete ist abgehoben. Okay, ich kann hier hingehen. Und das Ding jetzt ein bisschen schneller kaputt machen. Auch nicht wirklich viel schneller. Ich brauche 100 Trillion Münzen. Ey, will jemand von euch... Ich wollte gerade sagen, will jemand von euch mir traden? Vorübergehend deaktiviert. Komm später zurück. Ich liebe dieses Spiel. Mein Lil Ninja hat 5k. Also willst du mir sagen, ich muss mir jetzt einfach noch einen kaufen? Also wenn ich mir jetzt noch einen Lil Ninja kaufe, dann hat er jetzt 5k knapp. Ich soll es ausprobieren, wollt ihr mir sagen damit. Wir hatten dich gewarnt. Niemand hatte mich gewarnt. Ja, noch einen. Okay. Wegen dir, Orgelgamer, gebe ich jetzt nochmal 250 Robux aus. Wenn ich jetzt nochmal gescammt werde, weiß ich, was ich mache. Ich habe den zweiten Lil Ninja. Er ist wieder unter meiner Frostkatze. Ich equip ihn. Wir probieren es aus. Wir probieren es aus, Leute. Komm, bauen wir das Ding ab. Ich sollte jetzt 2,4 Trillion. Okay. Bau nicht mein Zeug ab, MB Joker. Noch einmal, MB Joker. Und du... MB Joker, bleib weg. Ich sollte jetzt 100 Trillion... 5,8 Trillion. Ich liebe meinen Lil Ninja. Ja, es sind doch nur 2 Euro. Ja, ich habe jetzt nur 5 Euro ausgegeben für Pets, die schlechter sind als meine Pets von davor. Ja, dann. Ist ja gar kein Problem. Oh mein Gott. Dann lass uns halt farmen mit meinen super Lil Ninjas, die ich hier habe. Mit den besten Pets im Spiel. Ich komme ja trotzdem halbwegs schnell in die Sakura Island. Du wurdest eiskalt gescammt, ja? Ich werde immer eiskalt gescammt. Ich bekomme einfach ein 30er Pet. Und ich kann nicht mal traden. Ich habe Pets für dich. Das ist sehr, sehr schön. Ich würde sehr, sehr gerne deine Pets annehmen. Aber man kann nicht traden im Spiel. Und ich kann mich nicht mal irgendwie hochcheaten. Ich habe doch gerade 5 Euro ausgegeben, um mich hochzucheaten. Und es ging nicht. Was hat mein Leben doch für den Sinn, wenn ich nicht mehr cheaten kann? Kann ich das Spiel verklagen, Leute? Oh, würde ich jetzt in Amerika leben, ich würde das Spiel verklagen und dann würde ich 5 Millionen rausbekommen. Oh, ich habe gerade 17,5 Trillion bekommen durch das Ding. Kann es sein, dass ich gerade mehr bekommen habe? 17,5 Trillion durch das Kleine, aber 5,6 durch das Große? Aber das ist nicht dein Ernst, oder? Was? Hä? Aber ich kann jetzt in die Sakura Island. Okay, ich gehe jetzt einfach in die Sakura Island. Es ist mir sowas von egal. Wir haben hier einen neuen Job. Wir können hier neue Schwerter kaufen. Wir können hier ein tödliches Katana für 100 Trillion kaufen, das 313 Millionen hat. Ist ganz okay. Aber wir holen uns jetzt erstmal neue Hüte. Hier, los geht's. Ich bin fertig mit meinem Leben. Ich weiß nicht mehr, was dieses Spiel von mir will. Okay, komm her. Oh, ich habe irgendeinen Regenschirm bekommen. Und jetzt nochmal was abbauen. Dann bekomme ich was Besseres als diesen Ritterhelm wahrscheinlich. Und ich habe gar nichts bekommen. Ich habe eine Glatze bekommen. Ich habe keinen Haarausfall, Leute. Also vielleicht ein bisschen. Ich habe keinen Haarausfall, Leute. Okay. Ich baue jetzt nochmal einmal diese Riesenrakete ab. Komm, Riesenrakete. Du gibst mir jetzt 200 Trillion. Mindestens. Oh, ich habe jetzt gerade 20 Trillion oder so bekommen. Wenn ich dieses Pulverfass abbaue, dieses Feuerwerksfässchen, bekomme ich da mehr oder weniger? Da bekomme ich gleich viel. Und bei diesem Ding hier bekomme ich 7 Trillion. Ich bin absolut verwirrt. Und ich habe keine Ahnung, warum das so ist, wie es ist. Bitte kauf bestes Robux-Pad. Nachdem wir 5 Euro gescammt wurden, gehe ich jetzt hin und kaufe 13 Euro ein Pad. Das ist absolut schlau. Nein, ich gehe jetzt hier hin und kaufe mir das tödliche Katana-Dings hier. Und jetzt baue ich die mittleren Raketen ab, weil die geben mir am meisten einfach. Warum auch immer, sie geben mir am meisten. Und hier gibt es auch noch eine Diamantmaschine. Kann ich vielleicht meine Lil Ninjas Gold machen und dann sind sie besser? Kann man die Exclusive Pets Gold machen? Ich muss mal ganz kurz schauen im Frostigen oder was ist die erste Welt? Spawnwelt. Hier gibt es eine Goldmaschine. Wenn ich hier hingehe, Lil Ninjas, 30%. Ab diesem Punkt ist es eigentlich eh schon egal. Du wirst es schaffen? Ich hoffe es. Let's go, wir versuchen es. 30% ist möglich. Oh, es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Ich hätte es nicht erwartet. Ich hab mich jetzt so darauf eingestellt, dass mein Pet einfach weg ist. Aber ich habe hier wirklich den Lil Ninja... Mit 7500 Gold. Hey. Also ist das ganz okay. War ganz okay, aber wir bekommen wahrscheinlich trotzdem nicht mehr Coins. Wir können es nochmal ausprobieren. Wir brauchen für die große Tech-Region 500 Trillion. Wenn ich das jetzt abbaue, bekomme ich
wahrscheinlich so 7 Trillionen oder so. 17. Es macht keinen Unterschied. Es macht Real Talk null Unterschied. Oh, ich kann mir jetzt das Jack the Long Sword kaufen. Was, wenn ich das gar nicht haben will? Die Pets sind mau. Die Pets sind einfach kaputt. Nächstes Mad, ich bin absolut gut drauf. Könnte nicht besser drauf sein. Mir geht es wunderbar. Oh, ich habe schon 500 Dream. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt kann ich zur großen Welt hier. Hier, Great Glacier World. Und hier haben wir so eine Kanone, die 420 Milliarden zum Abbauen hat. Da will ich einfach mal mit abbauen und schauen. Oh, ich sehe gerade glänzende Maschine. Hier kann ich Hüte glänzend machen. Aus dieser Rakete bekomme ich jetzt ein paar Trillion. Ja, das waren jetzt so 50 Trillion. 70 Trillion. Von einer QD, die ich brauche. Da ist 70 Trillion gar nicht so viel tatsächlich dann. Oh, 90 Trillion jetzt schon aus diesen Pulverfässern? Das ist gut. Also, ich bekomme zumindest 90 Trillion, wenn ich hier irgendwelche Leute werde, die mein Zeug abbauen. Wein, Felix? Noch nicht. Dein Lil Ninja ist eigentlich ein Tech-World-Pet. Kann es sein, dass er dann nur in der Tech-Welt einen Boost hat? Oder, naja, der sollte dann auch in der normalen Welt einen Boost haben. Wir werden es sehen, sobald wir in der Tech-Welt sind. Okay, ich gönne mir jetzt erstmal ein Giant Longsword. Das sollte das zweite hier sein, oder? Was ist das denn für eins? Hier, das riesige Langschwert. 578 Trillion, let's go. Und jetzt können wir hoffentlich uns wieder ein bisschen schneller ein paar QD erfahren. Oder ein QD zumindest. Okay, ich habe jetzt erstmal Dominus Kopfhörer bekommen. Oh, sehr fresh. Plus 100 Millionen Damage. Das ist okay. Oh, ich kann mir jetzt die nächste Welt kaufen. Die Heaven-Welt. Ist das die letzte Welt vor der... Nein, es kommt noch eine Welt vor der Tech-Welt. 25 QD für Tech-Eintritt. Was soll das denn, Leute? Aber natürlich gibt es hier eine Möglichkeit, 25 QD für 500 Robux zu kaufen. Aber wir haben hier ein neues Schwert auch wieder. Ich denke, da kostet mich eins wahrscheinlich knapp 1 QD. Das geht klar. Wie viel bekomme ich jetzt aus diesem Pulverfass? 200 Millionen oder so? Oh, 200 Trillion, ja. 3,5 QD für ein Engelslangschwert. Das will ich haben. Das hört sich gut an. Oh, jetzt kann ich mir ein Angelic Longsword leisten. Yeah. Let's go. 3,3 Milliarden Schaden. Und ich mache jetzt solche Dinger hier. Free it. Das ist gut. Dauert zwar trotzdem noch ein bisschen, aber wir kommen näher. Und wir haben ja auch noch Eier. Für 50 Trillion ein Ei. Naja, die Pets sind sowieso besser als meine Mini-Ninjas. Ich denke, dann kann ich mir die mal gönnen. Engelskatze gewöhnen. Wie wäre es mal mit so einem guten Pet? Oh, Engel haben 720. Das ist gar nicht so viel besser als das Süßigkeiten-Einhorn. Aber naja, wir bekommen jetzt ein bisschen mehr als 200 Trillion schon mal beim Abbauen. Was mir jetzt gerade erst auffällt, wir haben ja einen Seasons Pass. Und hier habe ich auch einen Seasons 2, obwohl ich muss mir den kaufen wahrscheinlich, oder? Ja, ja, es wird mir so schön angezeigt. Ja, hier ist Seasons 2. Willst du das haben? Hä? Hol's dir, hol's dir. Ja, dann musst du wohl den Seasons Pass kaufen. Nein, mach ich nicht. Nehme meine 5 Minuten Lucky Boost und bin zufrieden damit. Okay, ich glaube, ich muss jetzt nur noch eines von diesen Dingen hier abbauen, von diesen Feuerwehrkörpern. Und habe ich jetzt genug? Ich habe genug für die Tech-Welt. Ja, Mann, ich kann jetzt endlich in die Tech-Spawn-Welt. Hier haben wir theoretisch noch so eine Rakete, aber niemand juckt sich für die. Die Pets hier drüben juckt sich auch niemand. Lass mich einfach in die Tech-Welt und sag nicht, dass ich dafür jetzt 25 QD brauche. Dann bauen wir wohl die Rakete mal ab. Okay, das dauert ewig. Ich baue wohl nicht die Rakete ab. Wie schnell geht... Das dauert auch ewig. Oh mein Gott. Oh, ich bin jetzt bei fast 5 QD. Okay, die Rakete lohnt sich tatsächlich. Müssen wir nur noch 5 mal abbauen. Ich habe hier nochmal meine Free Gifts. Oh, ich habe einige von denen. 5 Stück noch. Double Coins habe ich... Oh, hätte ich das mal früher benutzt. Dann hätte ich jetzt nicht die ganze Zeit warten müssen. Aber hey, ich kann hier meine ganzen QD einsammeln. Let's go. Schau ich das an. Und ich habe genug für die Tech-Welt. Ich kann jetzt endlich durch das Tech-Welt-Portal gehen. Wir teleportieren uns jetzt hier hin. Wir haben hier für 1000 Tech-Münzen eine 12 Milliarden der Ding-Waffe. Okay. Wir bauen jetzt mal so ein Ding ab. Es dauert ein bisschen, aber sobald wir das abgebaut haben, können wir jetzt rausfinden, ob unsere Mini-Ninjas, unser Lil Ninja, doch gar nicht so schlecht ist. Er hat hier mal 70 an Tech-Damage-Schaden. Weiß nicht, was das ist. Ist es gut? Ich hoffe. Weil ich brauche jetzt gerade 1000 für ein Schwert. Weil ich brauche 500.000 für die Steampunk-Area. Warte, warum sieht die Area 1 zu 1 aus wie in Pets Matter X? Das ist die Standard-Area. Dann haben wir Steampunk, die 1 zu 1 gleich aussieht. Dann kommt die Alien-Area. Warum ist das einfach Pets Matter X und ich habe 50.000 aus einem Ding bekommen? Ich glaube, es ist halbwegs okay. Wir haben jetzt mal ein 25.000er Schwert, 24 Milliarden Schaden direkt. Und hier mal ein goldenes Ei. Oder zwei. Oder drei. Oh, Tech-Kaninchen, gewöhnlich, okay. Dann noch ein Ei. Dann Tech-Exolotl, ungewöhnlich. Und jetzt ein Legendary Pet. Oder Tech-Kaninchen, gewöhnlich nochmal. Und wenn die jetzt ähnlich stark sind wie den Lil Ninja, wir equippen die. Mal 12, mal 8, mal 70, okay. Der Lil Ninja ist nicht... absolut Müll. Er ist nur sehr, sehr viel Müll. Schaut euch das an. Neben der Space-Welt
haben wir jetzt auch ein Halloween-Portal. Oh, das ist ein komplett neues Spiel. Wir sind auf einem komplett neuen Server gelandet hier. Oh, das ist eine neue Währung. Hier haben wir jetzt Candy Corns als Währung. Und wir haben auch neue Eggs, aber die können wir uns für Wins kaufen. Warte, warum haben wir dann eine Währung? Ah, hier ist ein Shop, okay. Ich glaube, ich sollte jetzt einfach mal loslaufen, mir ein paar Candy Corns verdienen und dann im Shop mir etwas kaufen. Was schaue ich das an? Okay, es ist tatsächlich nur etwas wenig Candy, was wir hier verdienen. Durch jede Tür bekommen wir nur ein einziges Candy, aber wir verdienen uns nebenbei auch noch Wins. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das heißt, wir können beides gleichzeitig verdienen. Das ist dann so ähnlich wie bei Speed Race Clicker. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel hier einfach mal Triple Wins kaufen. Ja, nicht giften, nein. Ich will das für mich alleine haben. Dann sollte ich hoffentlich 3 Candy Corns bekommen. Und wenn nicht, dann ist das Scam, Leute. Aber ja, ich bekomme nur ein Candy. Okay, nevermind, das hat einfach nichts gebracht. Das ist ja wunderbar. Aber ich kann mir vorstellen, dass so das teuerste Pet oder was man sich da kaufen kann, vielleicht kann man sich da auch irgendwelche Eggs kaufen, irgendwie so 1000 Candy oder so kosten wird. Und dafür muss ich schon ein paar Mal laufen. Oh, ich sehe gerade. 4-fache Wins gibt es gerade. Aber ich bekomme irgendwie nicht so viele Wins dazu. Vielleicht müsste ich dafür in dieser Ocean World sein, dass ich das so richtig mitbekomme. Aber gerade, ich habe halt einen Highscore von 303.000. Deswegen verdiene ich jetzt auch nur mit einem Run schon 280 von den Dingern. Und wenn ich jetzt mal im Shop schaue, kostet mich das teuerste. Bitte was? 550.000. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. 550.000. Wie soll man das jemals erfahren? Ich habe jetzt in einem Run 300. Sagen wir jetzt einfach mal 300 bekommen. Ein Run dauert mich knapp 3 Minuten. 550.000. Das heißt, es sind 100 pro Minute. Ich brauche 100 Stunden? 100 Stunden durchfarmen, damit ich mir das beste Ding kaufen kann. Ist das dein Ernst? Wer hat die Zeit? Irgendjemand hat gerade gesagt, ich kann mir auch Candies kaufen. Oh ja, okay. Ja, ich kann mir natürlich auch 35.000 Candies für 1.600 Robux kaufen. Dann kostet mich das Ding für 550.000 ja nur noch knapp 150 Euro. Nee, sogar mehr. Kostet mich dann nur noch knapp 250 Euro. Dann ist es ja okay. 35.000 für 1.600 Robux Best Value, ja. Du bekommst sogar 219% extra. Das ist ja voll cool, Leute. Aber es ist halt wirklich insane. Wie soll ich jemals dieses krasse Ding hier bekommen? Ich kann mir jetzt vielleicht gleich mal irgendwelche Booster kaufen. Irgendwie so Triple Wins oder so für 10 Minuten. Für 2.000 Candy Corn, wofür ich auch 20, 30 Minuten farmen muss. Aber was zur Hölle? 550.000? Ich glaube, ich muss jetzt ein paar Nächte mal AFK farmen. Allein, wenn man sich das anschaut, Leute, 70% mehr Speed ist halt schon OP. Aber zum Beispiel auch der Pumpkinator, 60.000 Speed ist auch nicht schlecht. Aber der kostet mich auch nur 35.000, also umgerechnet 16 Euro. Triple Wins und Double Wins ist tatsächlich ganz okay. Aber 400 hast du halt auf 2 Runs, das ist okay. Die Wins-Eier in Halloween-Arena geben Korn-Boost, was? Also wenn ich mir ein Wins-Ei hole, bekomme ich mehr Candy-Corns. Falls ja, wäre das sehr, sehr krass. Können wir gleich mal ausprobieren. Ich habe über 1 Million Wins. Ich denke, mit 1 Million Wins kann ich schon ein bisschen was anfangen. Okay, öffnen wir mal so ein Ei. Da 3 von denen direkt. Und, haben wir einen Boost bekommen? Nee. Oh, wow. Ich wurde einfach gescammt. Danke. Ich liebe es, gescammt zu werden. Scammer wurde gescammt. Wo habe ich gescammt? Ich würde niemals scammen. Ich werde immer gescammt. Stimmt, es gab noch das Ding von wegen, wir haben 3 Codes auf der Map versteckt. Das will ich auch mal kurz nachschauen. Schauen wir mal zurück in die normale Welt. Vielleicht sehe ich da was. Hier sehe ich schon mal den ersten. Hallo, WX3. Hi. Der gibt mir schon mal Triple Wins. Ich denke, dann haben wir in der Space-Welt noch einen und wahrscheinlich in der Ocean-Welt auch noch einen. Weil sie ja halt genau 3 Codes sind. Wir müssen nur schauen, wo die versteckt sind. Ich denke mal nicht auf der Rennstrecke, weil da würdest du die niemals finden können. Hier muss ein Code sein. Wo haben die den Code versteckt? Vielleicht schaue ich erstmal in die Ocean-Welt. Vielleicht sehe ich da einen. Unter der Palme oder so. Oder wieder hinten. Also ich werde doch Codes finden können, die auf dieser kleinen Map versteckt sind. Es existiert kein Code. Nee, es existiert nur ein Code im Spiel. 2000 Jahre später. Wir haben hier 117 Millionen an Wins. Wir könnten uns theoretisch über 20 von den besten Eggs im Spiel kaufen. Ja, das sind die besten Eggs im Spiel. Da habe ich diesen Tintenfisch rausbekommen. Und wenn ich jetzt noch hier hingehe und mir einfach noch ganz, ganz fix Triple Luck und Double Luck hole, dann sollte ich ziemlich gute Sachen hoffentlich daraus bekommen. So, lass uns mal ein paar Eggs öffnen. 23 Eggs können wir öffnen und ich will ein 0,07%iges Pet haben. Das ist eine Chance von 1 zu 1400 oder so hat. Aber erstmal Rare kommen, ankommen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann nächsten 3 Eier. Die Egg-Animations sind so kurz. Nochmal Octi kommen, kommen, kommen. Wie stark sind denn die alleine schon? Oh, der hat schon 64.000. Den können wir instant craften. Der Octi ist jetzt mein bestes Pet. 80.000 hat der. Okay, das ist wirklich strong. Hey, vielleicht hätte ich schon früher diese hier öffnen sollen. Let's go. Noch ein Squidling. Epic. Dann fehlt mir nur noch einer von denen und dann kann ich den auch craften. Goddess, ankommen. Aha. Rare, rare. Nochmal Goddess. Okay.
Okti, Okti. Ich glaube, mir fehlen nur noch ein oder zwei Oktis und zwei Goddesses oder so. Let's go. Der letzte Triple Edge, den wir haben. Oh, Pearly Rare. Come on, come on. Okay. Und noch zwei einzelne Eggs können wir noch öffnen. So. Oh, Squidling. Können wir craften. Okay. Wir haben jetzt OP-Pets, Leute. Vielleicht sogar gut genug Pets, um ins Leaderboard zu kommen. Okay, wir können ein Pearly craften. Let's go. 83.000. Wir können ein Squidling craften. 85.000. Wir können aber nochmal ein Okti craften. Wir können nochmal ein Okti craften. Und jetzt können wir die drei Oktis gecraftet in Shiny zu einem, was ist das? Ein Toxic Godlike Okti machen. Und der hat 96.000 plus Speed. 40.000er Pet. Junge, wer braucht 40.000er Pets? Digga, 40.000, das ist doch ein Witz. Unser schlechtestes Pet hat einfach 81.000. Das ist insane. Okay, jetzt muss ich noch ganz kurz warten, bis ich klicken kann. Und dann könnten wir, oh, Top Speed von 450 bis 470.000, glaube ich. Okay, das interessiert mich jetzt. Was ist mein Highscore? Und wie viel brauche ich fürs Leaderboard? Ah, 465.000 und fürs Leaderboard benötige ich 654.000. 3 Wochen später. Ich habe vor einer Woche mit diesem Projekt angefangen und endlich bin ich zu einem Ende gekommen. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür gefarmt habe, aber schaut euch das an. Ich habe 604.000 an Candycorn. Ich weiß es nicht, ob es wirklich 100 Stunden waren. Vielleicht waren es nur 80, vielleicht waren es 120, aber ich habe tagelang Roblox dauerhaft farmen lassen. Und jetzt will ich erstmal dieses Glücksrad spinnen. Komm. Und dann kaufen wir uns das OP-Pad. Aber jetzt bekomme ich erstmal dieses 70.000er-Pad, das ich hier bekommen kann. Was nicht mal so gut ist, wenn man das jetzt vergleicht mit meinen 96.000er-Pads. Aber hey, ich habe Double Luck bekommen, was mir nichts bringt. Let's go. Aber Leute, hier sind wir. Wir haben hier zum einen den Pumpkinator. Ich habe 600.000, wie gesagt. Das heißt, ich kann mir einen Pumpkinator kaufen. Und jetzt habe ich noch 569.000 an Candycorn übrig. Und jetzt kaufe ich mir die Lantern. 70% Speed. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was mir das genau bringt. Hey, warum bist du jetzt weg? Komm, komm zurück, Lantern. Und die kosten mich 550.000 Candycorn. Und ich würde sagen, wir kaufen sie einfach. Let's go. Purchase. Ich habe jetzt nur noch 19.000. 19.000 Candycorn. Aber jetzt schauen wir uns erstmal diesen Pumpkin-Ding an. 60.000, ja, ist okay. Wenn wir den craften, hätte er so 80, nicht mal knapp 80.000. Das ist nicht mal ein gutes Pet. Und das kostet mich eigentlich 16 Euro, okay. Aber wir haben hier noch die Lantern. Von denen existieren nur 62 Stück. Nur 61 andere Leute waren genauso crazy wie ich, um sich das Ding hier zu erfarmen. Okay, das sagt, glaube ich, viel über mich aus. Okay, aber was machen jetzt eigentlich diese 70%? Ich habe gerade einen Score von 438.000. Und jetzt equip ich das und jetzt sollte ich einen Score von... Weiß nicht, wie viel haben. Wie viel habe ich? 424... Warte. Das ist schlechter. Bitte sag mir, dass diese 70% nicht heißt, dass es nur 70% so stark wie mein bestes Pet ist. Wenn es das heißt, dann... Oh Gott. Okay, ich muss das jetzt, glaube ich, mal mathematisch berechnen. Und wenn jetzt 425.000 minus 358.000, was 76 ergibt, das gleiche ergibt wie 96.000 mal 0,7 ergibt, was 67,2 sind, dann... Dann ist es wirklich so, dass dieses 70%ige Pet einfach Müll ist. Also willst du mir sagen, ich habe gerade einfach 100 Stunden verschwendet für ein absolut nutzloses Pet. So, was wir uns jetzt erstmal gönnen, ist der Free Spin. Immer wichtig, mit Doppelklicks oder was wir bekommen können. Genau, 5 Minuten doppelte Klicks. Das heißt, es sollte ziemlich einfach sein, uns jetzt auf die 50 Eier hochzufahren. Wir werden uns einfach 50 von diesen Eiern hier gönnen. So, wir rebuffen jetzt mal das erste Mal. So, let's go, paar Kitties. Gönnen uns die Rewards. Und jetzt können wir 50 Eier hier einfach durchhatchen auf ganz, ganz entspannt. Okay, wir haben jetzt 50 Eier geöffnet. Das reicht aus. Wir können ab jetzt traden in diesem Spiel. Wir werden direkt schon angetradet. Warte. Ich gebe dir mal einen Fuchs, Bruder. Was gibst du mir gegen einen Fuchs? Wir müssen ja jetzt erstmal eine Person scammen. Eine 9 Millioner Maus gegen einen 13er Fuchs? Das ist stark. Wir haben erfolgreich die erste Person gescammt. Es ist jetzt kein krasses Bett oder so direkt mal. Aber eine 9 Millioner Punk-Maus im Gegensatz zu einem 13er Pet? Let's go, Leute. Wir können jetzt erstmal in die nächsten Welten gehen. Kommen wir damit schon in die Tech-Welt? Ich weiß es gar nicht. Wir können es mal ausprobieren. Zweimal klicken. Wir sind jetzt schon in der Volcano-Area. Wir haben jetzt den Regular Autoclicker. Wir holen uns ganz kurz die Rebirth-Chest. 11.000 Rebirths direkt auf ganz, ganz entspannt. Und davon können wir uns jetzt auch gleich noch mehr Zeug holen. Aber dafür gehen wir jetzt erstmal hier hin. Dann kaufen wir uns die Space Island und jetzt lass uns mal hier reinschauen. Weil hier in der Space Island können wir uns jetzt theoretisch ein paar von den Rebirth-Pads holen, aber die brauchen wir nicht. Was wir brauchen können, sind Rebirth-Buttons. Wir können uns jetzt schon 5.000 Rebirths auf einmal direkt gönnen. Wir sammeln unsere ganzen Rewards, die wir hier haben, ein. Das sind auch nochmal einiges an, was? 300.000 Rebirths direkt? Okay, let's go. 125.000er Rebirth-Button.
direkt mal gegönnt. Ein QR-Klicks. Das sollte ausreichen, um in die nächste Welt zu kommen, glaube ich. Hierfür brauchen wir 450 Trillion. Wir sind in der Pilzwelt und dann brauchen wir 15 QR für die Zuckerwelt, für die Süßigkeitenwelt. Aber wir bekommen jetzt erstmal 2 Millionen an Rebirths geschenkt. Ganz entspannt. Wir können hier hingehen, uns einen 500.000er Rebirth-Button holen. Das heißt, wir können hier nochmal kleines bisschen rebuffen, um in die Candy-Welt zu kommen. Und ich glaube, ab dem Punkt ist dann tatsächlich unser Millionen-Pet noch gut, aber nicht mehr OP. Scammer? Nein. Ich würde niemals scammen. Wie kommen wir auf sowas? So, wir gehen jetzt aber erstmal in die Candy-Welt. Leute, wir haben genug QR für diese Welt. Können wir uns hier nochmal 10 Millionen an Rebuffs. Und jetzt, glaube ich, wird es ein bisschen langweilig. Wir traden mal ein paar Leute an. Ich gebe dir eine 350 Millioner Punk-Maus. Was kannst du mir dafür geben, OneBlock? Hast du irgendwas, was ich dir scammen kann, Bruder? Oh, ein QI-Pad? Trade was cancelled. Anscheinend wollte er das nicht traden. Wie wär's, wenn wir ihr neuer nehmen? Du hast mich gerade angetradet. Hier, Punk-Maus. Was gibst du mir dafür? Das ist ein 2,5 SP-Pad. Ein Crafted Nuclear, was auch immer das sein soll. Keine Ahnung. Ich nehme das gerne an. Ich kenne das Pad nicht mal. Crafted Nuclear Shark. 2,5 SP. Der wird equipped, Leute. Wir haben zwar jetzt unser Millionen-Pet verloren, aber wir haben jetzt keine QR-Klicks mehr, sondern die Zillion-Klicks auf ganz, ganz entspannt. Ich weiß gar nicht, ob das reicht, um instant durchzukommen, aber ich glaube, das reicht, um komplett durch die erste Welt durchzukommen. So, let's go. Wir kaufen uns das. Ja, wir haben SP-Klicks. Wir sind jetzt schon in der letzten Island, hier in der Galaxy Island. Wir gönnen uns hier ein paar Glücks nochmal, ein paar Rebirths nochmal auf ganz, ganz entspannt. Und jetzt gönnen wir uns neue Rebirth-Buttons, weil wir brauchen 800 Trillion an Rebirths. Felix, was ist schwerer? 1 Kilogramm Äpfel oder 1 Kilogramm Federn? Ich glaube, rein logisch sollten es eigentlich 1 Kilogramm Federn sein. Oder, Leute? 1 Kilogramm Federn sollte schwerer sein als 1 Kilogramm Äpfel. Ich denke, ich habe recht. Okay, wir haben genug Gems. Wir haben 1,2 QR Gems. Das heißt, wir können easy in die nächste Region gehen. Wir gehen hier hoch. Hallo? Lass mich springen. Bitte. Dankeschön. 800 Trillion Gems. Rein in das Tech-Portal. Let's go. Und wir sind in der zweiten Welt angekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir mit diesem Pet in die Endwelt kommen, auf die Endinsel. Ich war noch tatsächlich noch nicht auf der letzten Insel. Aber ich weiß, wir haben jetzt den Season Pass. Und wir können uns jetzt für eine Stunde lang doppelte Klicks gönnen. Und direkt in die nächste Welt. Und hier wieder in die nächste Welt. Und nochmal weiter. Und nochmal weiter. Und nochmal. Nein, nicht nochmal weiter. Jetzt können wir nicht mehr weiter. Aber wir können uns ein paar Rebirths gönnen hier. Let's go. Und jetzt können wir in die nächste Welt. Ich kann mir hier jetzt erstmal ein paar Klicks gönnen. Okay, ich habe jetzt Octillion Klicks. Ich kann jetzt in die nächste Welt auf ganz, ganz entspannt. Ein Octillion habe ich. 25 brauche ich für die nächste Welt. Hier nochmal Rebirths und ich habe jetzt N. Okay, ich muss gefühlt gar nicht mehr in die Inseln rein, aber das wird schwerer, sobald wir in der Time World sind. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber jetzt sind wir erstmal mit dieser Welt fertig. Wir brauchen für die nächste Welt 1,5 Nonillion Gems. Das ist viel. Das wird ein bisschen dauern, bis wir uns die erfarmt haben. Aber das geht klar, das geht klar. Ich bin mir sicher, wir schaffen das. Dafür müssen wir uns jetzt aber erstmal diesen Rebirth-Button holen. Jetzt können wir 1,5 SP Rebirths instant machen. Ich habe mir jetzt den 600 SP Rebirth-Button und wir farmen jetzt weiter. Let's go. Wir brauchen noch ein paar Gems. 1,5 Nonillion. Das kann ja ein bisschen dauern. Hey, Game Passes sind am besten. Im Clicker-Simulator. Also ich denke, jeder normale Mensch sollte sich 4-fach-Hatch kaufen. Das ist der billigste, eindeutig beste Game Pass in dem Spiel. Wann scammst du die nächste Person? Sollen wir noch mehr Personen scammen? Wir können es ja mal probieren. Janni hier. Willst du gescammt werden, Janni? Ich habe hier 2 Wölfe. 2 Wölfe gegen den Crafted Hammer, was auch immer das sein soll. Das hört sich nach einem Trade an. Nehmen wir den Rainbow Crafted Hammer Shark, was auch immer das sein soll. 6 SP-Pad. Jetzt haben wir doppelt so gute Pets. Let's go. Wir brauchen aber immer noch mehr Gems, weil wir immer noch nicht genug Gems haben, Leute. Wir haben jetzt 700 OC an Gems und wir brauchen 1,5 NO. Scam sie alle. Ich scamme euch alle, Leute. Jeder von euch wird gescammt. Clicker Simulator aber nur mit Scam durchspielen, Leute. Ich dachte, du scammst nicht. Nein, ich würde nie scammen. Was meint ihr mit Scam? Wenn 12 Fische in einem Teich sind und 3 ertrinken, wie viele Fische sind noch am Leben? Naja, dann werden wahrscheinlich noch 7 am Leben sein. Vielleicht sogar weniger. Kommt drauf an, was sie gefrühstückt haben. Wenn 12 Fische im Teich sind und 3 sterben, sind es noch 9. Nee, dann sind es 7. Du hast die 2 vergessen. Die 2 Fische, die anderen 3 weggebracht haben. 6,5 Stunden später. Ich habe 1,51 Nonillion Gems. Let's go, Leute. Let's go. Wir können jetzt endlich in die Time World gehen. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir soweit. Wir können weiter in die dritte Welt von 4. Und hier gibt es einige Inseln, die wir bestreiten müssen. Aber wir haben jetzt erstmal
Schon einige Klicks, ein paar UVG, warte. Wie können wir jetzt schon UVG haben? Was ist hier passiert? Okay, wir können uns hier gefühlt alle Welten frei kaufen. Aber ich kann mir jetzt ein paar Rebirths gönnen und jetzt habe ich ein paar UVG mehr. Let's go, wir haben diese Welt. Und wir gönnen uns nochmal Rebirths. Jetzt habe ich 1,4 Nonillion an Rebirths. Was ist hier passiert? 530 UVG-Klicks für die nächste Welt. Aber wir gehen jetzt erstmal in den Rebirth-Shop. Hier haben wir jetzt auch endlich schon die Gem-Upgrades, die wir aber nicht brauchen werden, weil wir keine Eggs öffnen werden. Aber wir werden uns ein paar Rebirths gönnen. Wir gehen jetzt auf viele Rebirths. Wir haben jetzt den 2,5 Nonillion Rebirth-Button direkt mal. Mich kostet ein Rebirth oder 2,5 NO-Rebirths nur 7V und ich bin bei UVG. Aber es wird auch schon wieder Zeit für den nächsten Rebirth-Button, würde ich sagen. Lange kein Rebirth-Button mehr benutzt. Kannst du mich scammen? Heiße Big Sam 6000. Big Sam 6000. Du willst gescammt werden? Let's go. Was hast du denn für Sachen? Wie wäre es, wenn ich dir ein Wolf, ein Bunny gebe und bekomme dafür ein Crafted Uvo Slimy Snail und Crafted Oxidized Shark. Ein 17 SP und ein 14 SP Pet. Ich equippe meine besten Pets. Wir haben jetzt eine Snail in Shiny direkt mal. Das ist ein sehr, sehr starkes Pet. Wir haben einige DVG Klicks, Leute. Und das reicht schon, um weiter in die nächste Welt kommen zu können. So, 530 UVG Klicks für die Dschungelwelt. Dann 15 DVG Klicks für was auch immer das für eine Welt ist. Und jetzt waren wir 1,4 TVG für die nächste Welt. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr rebirthen. Dafür brauchen wir aber auch ein paar mehr Rebirth-Buttons. Ich habe 2,4 Dezillion an Gems. Ich brauche für meinen nächsten Rebirth-Button 4,95 Dezillion an Gems. Das heißt, es dauert noch ein bisschen. Oh, und hier haben wir auch noch eine Person. Scriptix will anscheinend auch noch gescammt werden. Okay, ich kann jetzt mal einen Crafted Nuclear Shark geben. Und dafür bekomme ich 2 Ocean Viragos und einen Crafted Oxidized Shark. Ich mache mal ready. Das sieht noch ziemlich guten Pets aus, die wir auch equippen können. Jetzt haben wir einen in Golden und einen in Rainbow davon und 12 TVG an Klicks. Sehr, sehr nice. Davon holen wir uns aber jetzt nochmal einen neuen Rebirth-Button und gehen nochmal ein, zweimal rebirthen, weil warum denn auch nicht? Wir haben ja sowieso genug Klicks hier. So, wir können in die Kaktuswelt gehen und für 20 TVG könnten wir in die nächste Welt gehen, aber das dauert noch eine kurze Sekunde. Jetzt können wir nochmal gefühlt das doppelte Instant mit einem Rebirth machen. Das ist so base. Ich glaube, wir kommen gefühlt sogar schon in die Ocean World. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, 20 TVG, gar kein Problem. 500 TVG, gar kein Problem. Und jetzt brauchen wir 4 UVG. Dafür müssen wir nur ganz, ganz kurz farmen. Das haben wir auch Real Talk Instant zusammen. Schaut euch das an, wie schnell wir 4 UVG zusammen farmen. Und wir haben es schon. Wir gehen jetzt in die Hellwelt oder was das war. Und jetzt brauchen wir einige an Gems, um weiterzukommen. So, wir haben 1,5 DD. Und wir brauchen nur 500 UD. Das heißt, wir können sogar schon in die Ocean World. Das ging sogar ziemlich, ziemlich schnell. Und jetzt sind wir in der letzten Welt angekommen. Und hier haben wir nur noch so 5 Inseln oder so zu erkunden. 4 Inseln nur. Hä, easy. So, 500 QVG Klicks. Das sollte kein Problem sein. Dann 12,5 QIV. Okay, das kann ein bisschen dauern, bis wir die zusammen haben. Okay, jetzt werden die Rebirths schon teurer. So ein 75 UD Rebirth. Oh, da müsst du jetzt schon ein paar QIV erfahren. Das kann ein kleines bisschen dauern. Das sind ja fast 20 Sekunden, die ich brauche für einen Rebirth. Oh, wenn das Leben nur immer so leicht sein könnte und man sich immer so leicht durchs Leben scammen könnte. Okay, wir rebirthen jetzt einmal. Und jetzt sollen wir genug QIV uns schnell zusammenfarmen, um in die nächste Welt zu kommen. Dann brauche ich hierfür nochmal ein paar QIV, ich glaube 500 oder so. Und für diese Welt baue ich dann sogar schon, weiß nicht, das, was nach QIV kommt, SXV, 2, 3, 4, 5 Stück. Ich habe keine Ahnung, ich habe die noch nie freigeschaltet. Aber wir schalten jetzt erstmal die Beach Island frei. Let's go. Wir bekommen 15 Dezillion an Rebirths geschenkt. Danke, das habe ich voll gebraucht. Okay, Big Sam tradet mich nochmal an. Warte, Big Sam, warum tradest du mich an, großer Sam? Hm. 2 Coral Serpents, 12 SP-Pets. Hm, ich glaube, die sind circa 2 Ocean Viragos wert, oder? Soll ja circa den gleichen Wert haben. So wie es aussieht, haben sie den gleichen Wert. Let's go! Ich habe mal wieder gewonnen und ich habe noch ein Pet, das ich jetzt direkt mal equippen kann und wir können ein bisschen schneller farmen. Also ich brauche tatsächlich 200 QIV Klicks für die nächste Welt. Die Frage ist, was gönnen wir uns eher? Die nächste Welt oder erstmal einen Rebirth? Erstmal einen Rebirth, dann die nächste Welt. Das ist schlauer. Ich sag's euch. Das heißt, let's go. Rebirth gegönnt. So, okay. Wir haben jetzt 200 QIV-Klicks. Wir sind in der vorletzten Welt. Für die letzte Welt brauchen wir, hätte ich es nur gerade sehen können und wäre nicht einfach ins Portal gegangen. Für die letzte Welt brauche ich 5 SXV-Klicks. Okay, das dauert ein bisschen. Aber das können wir uns zusammen erfahren. Mit Willenskraft, Leute. Ganz, ganz entspannt. Sollte kein Problem sein. Also vielleicht ein kleines. Ich wurde von Elifin 2013 angetradet. Und du hast einen Crafted Marine Serpent. Hm, Crafted Hammer Shark?
Ist das ein Trade, den man machen kann? Oh, noch eine Marine Serpent mit 7 SP dazu. Ich glaube, das ist ein ziemlicher Loose-Trade für mich. Nur eine Marine Serpent? Ja, das ist jetzt schon fast loose. Wir nehmen es mal trotzdem. Auch wenn es jetzt ein bisschen loose war. So, wie viel SXV habe ich gesagt? Brauche ich 5? 50? 500? Ich habe schon wieder vergessen. Ich weiß nicht. Ich glaube, es waren 5. Bin mir dabei aber nicht ganz sicher. Nimm doch die Klicks-Chest. Du schlauer Mann. Das sind 2 SXV für mich. Ich habe noch mehr Klicks-Chests übrig. Du bist ein Mann der Schlauigkeit. Wie kommst du denn auf solche schlauen Sachen? Ich habe noch hier in der normalen Welt die Bienen-Chests übrig. Die kann ich mir noch gönnen. Dann habe ich die erste Klicks-Chest und die Rebirth-Chest noch. Schlauigkeit, ja. Schlauigkeit, Leute. Heißt das nicht Schlauheit? Nein, das heißt Schlauigkeit. 1 in den Chat, wenn es Schlauigkeit heißt. 2 in den Chat, wenn es Schlauheit heißt. Glaube dir mal, ja. Ich sag doch, es heißt Schlauigkeit. Du hast 5 SVX. Ja, ich habe genug. Ich kann in die letzte Welt gehen, Leute. Wir können hier für 5 SXV uns diese Welt freikaufen. Wir bekommen nochmal 33 Dezillion an Rebirths. Und wir haben den Klicker-Simulator durchgespielt. Nur mit gescampten Pets. Wir sind rausgegangen mit einer Crafted UFO Slimy Snail, einer Coral Serpent, Crafted Oxidized Sharks, Coral Serpent, normal Marine Serpent und Crafted Oxidized Shark. Wir haben sehr gute Pets uns erfahren. Ich drück W und dann kommt ihr. Möchtest du Temporary Walk für 13 Robux kaufen? Das mache ich natürlich. Ich bin ja gut gewappnet für heute. Ich habe extra ein paar Robux aufgeladen, damit ich jetzt hier hingehen kann und mir Temporary Walk kaufen kann. Oh, warte. Ich wollte gerade springen. Und dann steht hier Temporary Jump für 15 Robux. Ey, ich muss jetzt wirklich mir in den Sprung für 15 Robux kaufen. Okay, let's go. Dann sind wir schon mal bei 27 Robux. Aber ich kann jetzt springen und laufen. Und ich kann jetzt hier hochgehen. Und da ist eine Nuke. Warum sind hier nur 3 Leute draußen? Wo sind denn die anderen? Da, seid ihr nicht gewillt, ein paar Robux auszugeben? Dieses Spiel knockt mich ja schon aus. Das sind 13 Robux, die du ausgeben musst. Oh, da ist mein Freund Owner. Ich schreibe mal Hi zu meinem Freund Owner. Okay, ich muss auch für den Chat 20 Robux ausgeben. Du kannst doch einfach so mit mir sprechen, also. Nein, ich schreibe jetzt Hi zu meinem Freund Owner. Ich habe nur noch 4 Chat-Nachrichten übrig. Ich habe gerade 20 Robux gezahlt, um 5-mal schreiben zu können in den Chat. Und ihr habt auch Geld dafür ausgegeben. Seid ihr dumm? Warum gebt ihr Geld für das aus? Aber was kann man da hinten machen? Da ist ein Spiel. Und da oben sind auch so viele Leute. Im Chat steht einfach die ganze Zeit hier, Hessen Board Chat Ability. Jetzt, sie versuchen die ganze Zeit zu schreiben, aber sie können einfach nicht. Ich will gegen dich Pong spielen. Hier, der Gewinner muss zurück in den Käfig. Ha! Zurück in den Käfig mit dir. Luis ist zurückgeschickt worden. Ich habe dafür gerade 1000 Robux ausgegeben. Was? Ich habe 1000 Robux ausgegeben, damit er sich für 13 Robux wieder freikaufen kann. So, komm her, Daniel. Ich gewinne. Ich habe verloren. Und wir schicken dich runter. Nein. Okay, ja, mach. Trau dich. Nein. Hä? Das hat gelaggt. Das konnte man nicht sehen. Hast du das auch gesehen? Das ist einfach stehen geblieben. Nee, das Spiel ist unfair. Wir machen jetzt weiter mit Pay to Win. Voice Check aktiviert. Hier können wir hoffentlich auch noch sehr, sehr viel Geld ausgeben. 1400 Likes, 3500 Dislikes. Was? Werde ich hier gescammt um Robux? Okay, was müssen wir hier machen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir können hier Robux ausgeben. Und wir haben hier über unserem Kopf direkt schon mal einen Counter von wie vielen Robux wir ausgegeben haben im Spiel. Und da gibt es eine Liste. Wer hat am meisten Robux ausgegeben? 29.000. Ist der dumm? Ah, ich wurde in die Luft gesprengt. Tim hat Explodierspiel dafür gekauft. Warum machst du das, Kingfin Tim? Was ist dein Problem mit mir? So, ich kick jetzt Kingfin Tim. Wo ist Kingfin Tim? Hier, Kingfin Tim, Spieler kicken. 200 Robux. Ja, Mann. Er ist weg. Make Player ugly? Was? Daniel, ich bin ein Bettler. Schau mich an. Siehst du mich? Ich seh's nicht. Ich bin tot. Ja, dann komm halt wieder. Was ist das hier? Da ist ein Mixer. Nein, ich bin ein Mixer. Ich will doch raus. Du hast einen Mixer. Ich bin im Mixer gestorben. Es war nicht so gedacht, dass ihr jetzt hier hingeht, Robux ausgibt, damit ihr mich umbringen könnt auf verschiedenste Weisen. Vakuum-Server. Warte, was ist das? Was ist Vakuum-Server? 80 Robux. Was genau? Nein! Oh! Nein! Ah! Also, der Staubsauger! Wir sterben alle am Staubsauger. Was war das für ein Sound? Kauf mal Admin-Panel. 5000 Robux. Nee, ganz sicher nicht. Was kann ich da machen? Grow-Player, Kill-Player, Explode. Ganz sicher kaufe ich kein Admin für 5000 Robux. Was ich mir hole, ist das hier. Und zwar eine Pistole für 20 Sekunden. 25. Oh mein Gott, sind hier viele Leute mit dem Schwert. Kann ich bitte meine Pistole haben? Ich muss hier Leute umbringen. Ich habe eine Pistole für 20 Sekunden, aber sie ist nicht da. Wo ist meine Pistole? Was?
Warum ist hier ein UFO? Warum sterbe ich? Ich werde aufgesaugt im UFO. Ich sterbe einfach die ganze Zeit. Ich kann nichts dagegen machen. So, ich habe hier nochmal was Schönes. Für diesen wunderbaren Mann hier habe ich nochmal was Schönes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, ich wurde eingesaugt vom schwarzen Loch. Ich habe das nicht verdient. Pay to win Obby. Ich hab keine Ahnung, was bis jetzt Pay to win ist, aber ich glaube, wir sollten nicht sterben. Weil ich denke, dann müssen wir zahlen. Ja, respawn 5 Robux. Genau. Abbruch, kannst du knicken? Nein, ich mach jetzt die Obby. Ich werde jetzt gewinnen. Oh, ich habe die zweite Stage geschafft. Ich bin der Beste. Oh nein, jetzt kommt Squid Game Glass Bridge. Wie soll ich das wissen davor, wo ich hinspringen muss? Wir machen Coinflip, okay? Kopf oder Zahl? Kopf. Links. Okay. Ich muss respawnen für 5 Robux. Let's go. Also ich werde das jetzt machen, bis ich gewinne. Ich sage jetzt zweimal rechts. So. Ich muss wieder respawnen für 5 Robux. Rechts, links und dann kommt jetzt nochmal links, sage ich. Warum habe ich bei jedem Sprung Pech? Bei jedem Sprung sterbe ich. Was soll das? Weil du auch auf mich hören sollst, ja? Okay. Rechts, links, rechts. Viertes ist links. Okay. Oh, du hast tatsächlich recht. Und jetzt? Links. Links. Du bist dumm. Es wäre rechts gewesen. Sag nur, was hier meine Münze sagt. Ja, deine Münze sagt Müll. Meine Münze sagt, das letzte ist links. Rechts und dann links. Wow, jetzt muss ich die richtige Tür noch treffen. Ey, bester Nico, willst du nach vorn gehen? Hey, was ist da hinten? Da ist eine Ente. Spring auf mich. Oh, kann ich da rüberspringen? Ja, Mann. Okay, jetzt stehen wir zu dritt hier. Was ist es? Keine Ahnung, was es ist. Woher soll ich das wissen? Es ist rot. Oh. Was hast du da gerade gemacht? Ich habe vergessen, wer was richtig ist. Ich muss hier springen und gewinnen. Oh, ich bin jetzt bei Stage 6. Okay, und jetzt. Ah, das geht weg. Woher soll ich das wissen? Wie oft habe ich jetzt schon respawned? Safe so 10 Mal. Walk the bridge. Be careful. Some pieces are loose. Selber loose. Einfach rüberspringen. Was soll passieren? Nächster Checkpoint. Stage 8. Die letzte Stage. Einfach nur hier rüber. Das ist ja kein Problem. So, ja. Hier. Chillig. Okay. Hier rüber. Und zur Brücke. Let's go. Ich habe gewonnen. Ohne meinen 100 Robux hätte ich das nicht geschafft. Und Daniel ist noch bei Stage 7. Oh. Das Trash schaffen sollen die Stelle. Ich glaube an dich, Daniel. Du machst das. Ach, Obermentalität! Ganz sachte. Obermentalität? Obermentalität! Österreicher! Jetzt gib mir alle meine Robots hier zurück. Die Obermentalität. Oh, das ist der Stelle des Spiels. Oh, ich bin Dino. Yeah. Okay, gib mir meine Robux zurück. Pay to play. Das hört sich doch super an, Daniel. Du liebst doch Pay to play, oder? Mit 3 Robux kannst du das ganze Spiel erforschen. Okay. Das ist doch gut für dich. Das hört sich gut an. Okay, Unchained. Wie viel kostet mich das? 3 Robux? Oh mein Gott. Das ist so ein bisschen viel. Und wie viel kostet mich der Permanent Purchase? Keine Ahnung. Das ist permanent. Anscheinend. Dann für 3 Robux. To increase character speed or to jump or to chat, you can purchase all by clicking these buttons at the top of your screen. Okay, ich will Character. Walk Speed 16 haben. 10 Robux. Ja, das geht. Da bin ich schon mal doppelt so schnell wie Daniel. Da bin ich endlich nicht mehr ein Minderjähriger. Doch, bin ich. Aber nicht mehr ganz so minderjährig wie Daniel. Daniel ist nämlich 8. Oh, ich kann mir 6000 Messages kaufen für 500 Robux. Du hast nur eine Message. Ja, ich habe nur noch eine Message. Ich habe schon 2 Messages geschrieben. Dann habe ich noch Abilities, Fly und Blend Summon. Oh, das hört sich gut an. Ich würde gerne jemanden blenden. Ich weiß nur noch nicht ganz wen. Nein. Was meinst du? Ich war mir so klar. Felix, warum hast du eine Glatze? Ja, weil ich habe keine Accessoires. Soll ich die wirklich kaufen? Natürlich. Ich brauche mein Ticket. Yeah. Ich will keine Glatze haben, so wie zum Beispiel ihr. Wie funktioniert das? Ich will hier rein, in den Mixer. Ey, da hast du mich noch gerade hinteleportiert. Ach so. Stimmt. Mix mal iCrimex. Wo ist iCrimex? Da, iCrimex. Let's go. iCrimex wird gemixt. Ich töte iCrimex in Roblox Deutsch. People who can jump are only allowed on the top ground hier. Warte, Daniel hat sich Jump gekauft? Dann brauche ich auch Jump. Ich will hoch zu Daniel. Es kann nicht sein, dass Daniel besser ist als ich. Opfermentalität. Du hast eine Glatze, Daniel. Und du nennst mich Opfermentalität. Ich wollte sowieso nicht hier hoch.